Du handelst unter Druck mit einer 12. Du gibst Vollgas, fährst viel zu schnell in die Kurve. Donny, du erlebst quasi aus erster Hand, wie das Steuer rumreißt und viel zu schnell ist und gegen ein anderes Auto kracht. Oh, Scheiße. Du reißt beide Außenspiegel ab, deinen und den von dem anderen Auto. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der fragwürdigen Unterhaltung. Wir spielen heute wieder Kult, die verlorene Göttlichkeit, Träume von Tod in New Orleans. Zweite Spielsitzung, auch heute wieder mit Frank. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und wir starten nicht mit einer Zusammenfassung der Ereignisse, die kommt gleich auf unfreiwillige Art und Weise für die Charaktere. Wir beginnen im Crocodile Club. Ist nach den Ereignissen, die in-game vor einigen Stunden stattgefunden haben, nämlich eine grausame Mordserie, die Polizei angerückt. Es sind ein paar Minuten vergangen. Die Polizei hat die Gäste des Konzertes befragt, die noch aufzufinden waren, und nimmt sich einen Angestellten, eine Angestellte nach der nächsten vor und nimmt die Aussagen auf. Und wie das immer so ist, die uniformierten Polizisten, Polizistinnen nehmen die Aussagen auf und bereiten quasi die Leute vor auf die richtigen Fische. Und ihr werdet gebeten, nachdem die mit Block und Bleistift eure Aussagen aufgenommen haben, diesen Oldschool, hier zu warten, bis der Police Detective kommt. Von Bunny habt ihr seit einer ganzen Weile schon nichts mehr gehört. Seid ihr, falls ihr in der Zwischenzeit nochmal ins Büro gegangen seid, um nach ihm zu gucken, seht ihr, dass er sturzbetrunken ist. Also der hat den kompletten Angriff, den Anschlag auf seinen eigenen Club hat er sozusagen besoffen verpennt. Und ja, was macht ihr, während ihr gebeten werdet zu warten? Ich rufe meinen Freund an, spreche ihm auf die Mailbox, weil er wird vermutlich, wenn die Schicht vorbei ist, im Radio davon hören, was im Crocodile passiert ist, und damit er sich keine Sorgen macht. Ja. Ich spreche ihm aber nur kurz auf die Mailbox, dass ein Besoffener hier randaliert hat und jemand gestorben ist oder mehrere gestorben sind, aber dass es mir gut geht. Ganz schnell, ganz kurz, und beende das Gespräch dann oder das Draufquatschen auf die Mailbox. Okay. Und Donny? Ich würde wahrscheinlich hauptsächlich vor der Tür, also ich würde nicht weggehen, aber da vor der Tür irgendwie rum mir irgendwie Barocker geschnappt haben, mich da eben draußen hinsetzen und eine nach der anderen rauchen. So, und irgendwie, weil ich will da nicht drinnen sein gerade. Das muss ich nicht sehen. Das sieht wahrscheinlich auch alles noch ziemlich chaotisch und wüst aus und Blut und
laufen die ganzen Polizisten rum, das ist mir alles unangenehm. Ich glaube, ich setze mich einfach draußen hin und ja, hoffe, dass das alles schnell vorbeigeht hier. Okay. Jetzt unterhalte ich mich kurz mit ein paar Leuten, die auch da sind, halt, keine Ahnung, wer da sonst noch so drum steht. Ne? Vielleicht sind da ja ein paar Leute und versuche mich da mit denen dann halt einfach über belanglose Sachen zu unterhalten, um die Zeit irgendwie rumzukriegen. Ja. DeAndre und Clarence sind auch draußen. Die stehen dann bei dir. Clarence ist mitgenommen. Für DeAndre ist es nicht so krass, aber du weißt, dass Clarence im Irak war. Der sitzt da irgendwo auf der Bordsteinkante und hat den Kopf zwischen den Händen und scheint da mit seinen Gedanken zu kämpfen. Bis ein so ein Ford Defender vorfährt. Der schreit schon irgendwie Regierungsfahrzeug oder Polizeifahrzeug, als der da anrollt. Und die Fahrertür geht auf und da steigt ein Mann aus, der das Fahrzeug umrundet. Und als du ihn siehst, ja, du siehst auf den ersten Blick, das ist so ein Zivilbulle. Der trägt einen Trenchcoat-Mantel, einen Anzug mit Krawatte, hat so eine Marke an der Kette um den Hals und ja, ob er eine Waffe hat, kannst du nicht sehen, aber der kommt da über den Vorplatz auf das Crocodile zugelaufen und unterhält sich kurz mit so einem uniformierten Polizisten, der da steht, und der zeigt so auf dich und zeigt auf DeAndre, und dann siehst du, wie er auf Clarence zeigt, der auf der Bordsteinkante sitzt, und dabei unterhalten die sich leise. Und dann geht der Zivilbulle geht rein und der Uniformierte kommt erst auf Clarence zu, redet kurz mit ihm, dann kommt er auf euch beide zu und sagt dann, könnten Sie bitte reinkommen, der Detective würde Sie gerne befragen. Ja, und dann drücke ich die Zigarette aus und komm mit rein. Okay. Ja, geht vor. Und wie? Du, ich weiß nicht, was machst du so, wenn du unter Stress stehst? Putzen. Bestimmt einiges zu putzen. nicht da, wo ich, also da, wo ich darf, wo ich mich aufhalten darf, ich bleibe hinter meinem Bartresen stehen und wische. Ich nutze die Chance vermutlich mal, um Staub auf den Flaschen zu wischen. Voll okay. Klebrig. Ja, du siehst, dass ein Mann reinkommt. Trenchcoat, so dunkle Haare. Würdest du denn so schätzen, Ende 40, Anfang 50, Anzug, Krawatte, alles so gedeckte Anthrazitfarben, und trägt eine Polizeimarke um der Kette um den Hals. Und das Erste, was dir auffällt, sind, der hat echt traurige Augen. So, alles so ein bisschen verknittert. Der kommt so rein, guckt sich um. Sein Blick bleibt kurz auf dir haften. Wie eine Sekunde länger hast du das Gefühl. Und dann unterhält er sich da mit so einer uniformierten Polizistin. Und die weist so den Weg zum Büro. Und der Polizist verschwindet da durch den Vorhang. Und kurz darauf kommen Donnie, Clarence und DeAndre rein. Ich wische sehr nervös und manisch den Tresen. Mein Blick folgt auch dem Polizisten, wenn er zu Bunny geht. Aber ja. Das Licht ist mittlerweile natürlich an. Es ist immer noch ein Schlachtfeld. Also die Leichen sind mittlerweile sind nicht abtransportiert worden, aber die Polizei hat so Schirme aufgestellt, die halt immer so wie so Baustellenzäune, ne? Also zwei so Füße und dann so ein Ding, was man da reinstellt, irgendwie, um das abzuschirmen. Zum Sichtschutz, ja. Genau. Ja, und du bist halt die ganze Zeit da drin am Putzen, wohl wissend, dass hinter den Schirmen irgendwie 5, 6 Leichen liegen. Ja, ich gucke da auch immer wieder hin.
Aber ich weiß, ich will halt hier nicht raus. Ich gehe nicht ins Dunkel. Also ich muss hier in diesem hell beleuchteten Raum stehen bleiben. Okay. Ja, ist ja die uniformierte Polizistin Donny weist euch an, da bitte zu warten oder euch zu wie zu gesellen. Die werden euch dann reinrufen. Ja, dann würde ich mich halt da hinsetzen an den Tresen, wo du putzt. Kann ich euch Bier hinstellen? Frage ich euch dann auch. Oder dürfen wir nichts trinken, jetzt wenn die Polizei da ist? Stell hin. Frage ich jetzt nicht, ob ich das darf oder nicht. Ich stelle hin. DeAndre sagt, ja, ich trinke keinen Alkohol. Ach ja, warte. Ich mache ihm das, was er immer trinkt hier. Trinkt immer Wasser mit einer Gurkenscheibe. Dann habe ich ein paar Gurkenscheiben im Kühlschrank stehen, die ich Okay. vor der Schicht geschnitten Ja, habe. Clarence steht neben sich. Der stellt sich einfach alleine so einen Meter abseits vom Tresen hin und starrt auf die weißen Schirme. Kurze Zeit drauf hört ihr Gepöbel hinter dem Vorhang. Ah. Und ihr hört, das könnt ihr nicht mit mir machen! Das ist mein Laden hier! Ihr Scheißbullen! Und Bunnys Tochter. ja, kurze Zeit später geht der Vorhang auf und Bunny kommt raus. Auf der einen Seite gestützt von Ruby, auf der anderen Seite von einem uniformierten Polizisten. Und Ruby guckt zu euch rüber und sieht so peinlich berührt aus von dieser ganzen Situation. Und redet dann kurz mit dem Polizisten, kommt zu euch rüber und sagt, der muss ausnüchtern, der kann so keine Aussage machen. Ich bringe ihn nach Hause und dann muss ich morgen irgendwie mit ihm aufs Revier, damit er dann seine Aussage machen kann. Könnt ihr hier bitte bleiben, bis ich wieder da bin? Ja, klar. Wie? Ich weiß, du hast noch einen anderen Job und du musst bald los. Aber ich verspreche, ich beeile mich. Ja, ich habe bis 5:30 habe ich Zeit. Naja, ein bisschen schlafen wäre vielleicht auch gut, oder? Ich gucke auf diese weißen, auf die weiße Abstimmung. Ja, du hörst von hinten, ihr Nazis! Kümmer dich mal um Bunny. Wir Ach kriegen das schon Gott. hin. Er wird eh nicht viel zu erzählen haben. Er hat überhaupt nichts mitbekommen von der ganzen Scheiße. Ja. Naja. Ja, die Ruby geht dann wieder zurück und zusammen bringen die dann Bunny irgendwie raus zum Auto. So, ihr hört noch sein Gepöbel, das dann draußen leiser wird. Und dann kommt so eine Uniformierte. Die Uniformierte kommt raus. Er hat so ja, blonde Haare, streng zu so einem Pferdeschwanz. Sieht ordentlich muskelbepackt aus und die kommt dann da raus und ruft dann so: Miss Davis? Zuckt zusammen, aber macht dann den. Ja, und Ja? sie. Ja. Ich gehe erst noch mit dem Lappen hinter dem Tresen vor und schmeiß den dann da hin und gehe zu der Polizistin. Okay. Ja, sie hält dann so den Vorhang auf für dich. Ich habe ja aufgrund der Erfahrungen, die man so macht mit dem Leben, was man hat, mit der Biografie, ich habe auch schon, obwohl ich keine Drogen dabei, ich habe keine Drogen dabei, ich habe keine Waffen dabei und trotzdem habe ich das Gefühl, als würde sie irgendwas bei mir finden, das illegal ist. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, ich habe nichts dabei. Als würde sie dir schon was ansehen. Oder mir was Was anhängen. anhängen. Ja, Das genau. ist so eine ganz, ich meine, wir haben ja so eine wirklich angeborene, ja, Paranoia. angeborenes Misstrauen und Paranoia der staatlichen Behörden gegenüber. Deswegen, dementsprechend bin ich auch super kleinlaut und gucke ihr nicht in die Augen, versuche nichts Provozierendes zu machen und tauche dann dementsprechend unter dem Durchgang. Ja, du stehst vor der Tür zum Büro, guckst da rein. Das Büro ist ja dieser super lange Schlauch. Und irgendwo hinten drinne, so im Zwielicht vom Büro, du merkst so, oh, hier stinkt es aber drinne. Also hier stinkt es nach Alkohol, hier stinkt es nach Zigarettenrauch. Und irgendwo weiter hinten drinne ist halt die Couch, auf der Bunny immer rumgammelt und auch das Büro und alles. Hier vorne ist das mehr so Lagerraum. Hier hängen aber auch Bilder an den Wänden, wo irgendwelche Stars drauf unterschrieben haben und so. Und du siehst
weiter hinten am Schreibtisch steht dieser Zivilbulle und ist gerade dabei, hat so einen Kugelschreiber in der Hand und hebt damit so ein paar Zettel hoch und guckt da so drunter und scheint da so die Papiere so ein bisschen durcheinander zu schieben und guckt die sich an. Ich bleib vorne stehen. Er guckt so. Ach, Mrs. Davis. Miss Davis, kommen Sie doch bitte näher. Mach ich. Sir? Mein Name ist Lieutenant Swan. Lieutenant. Vom New Orleans Police Department. Nehmen Sie doch bitte Platz. Und er weist so auf die ausgelutschte Couch, die da steht. Ja, ich setze mich dahin ganz vorne an den Rand, habe die Hände gefaltet, knete die auch ein bisschen und versuche, ich fühle mich so schlecht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich weiß, ich habe nichts falsch gemacht. Ich versuche aber die ganze Zeit drüber nachzudenken, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und so gestresst sehe ich auch ein bisschen aus. Ja, er setzt sich auf den Bürostuhl, schlägt die Beine übereinander und guckt dich erstmal eine Weile an. Oh, ich werd richtig nervös unter seinem Blick. Aber das sieht nett aus. Das ist egal, das ist ein Bulle. Miss Swan. Nehmt Davis. Entschuldigung, Miss Davis, ja. Bitte seien Sie doch so lieb und schildern Sie einmal die Ereignisse aus Ihrer Sicht. Dann holt sich so ein Notizblock raus und wartet. Ich hab gearbeitet. Dann habe ich gesehen, dass auf der Bühne der Basser war das, glaube ich. Der ist ein bisschen eskaliert, das machen die manchmal auf der Bühne. Und ich habe dann wollte dem Tontechniker Bescheid sagen, dass der da anfängt, das Equipment gleich runterzuschmeißen. Bin dann hoch, aber dann ist es schon passiert und dann gab es einen Stromausfall und dann bin ich die ganze Zeit im Technikraum geblieben und dann, als das Licht wieder anging und wir kurz Pause gemacht haben, habe ich dann unten weiter gearbeitet und dann, als ich ich weiß auch gar nicht, wie spät das war, ich habe einfach, ja, ich weiß es nicht. Und dann habe ich irgendwann das Gebrülle da hinten gehört und gesehen, wie dieser Irre da ausgerastet ist und wie dann, ich glaube, da sind auch, ich weiß das jetzt aber irgendwie gerade, ja, weiß ich nicht. Ja, und dann, ich denke die ganze Zeit, habe ich irgendeine Lücke in meinen Erzählungen? Aber ich war die ganze Zeit da, ich habe nichts, ich sage das dann auch, mir rutscht das auch raus. Ich war die ganze Zeit da, ich habe nichts gemacht. Der ist, und dann konnte er ja zum Glück aufgehalten werden. Hat der Mann irgendwas gesagt? Er hat rumgebrüllt, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Erinnerst du dich nicht oder erinnert wie sich nicht? Sie möchte nichts von dem sagen, was der Typ da rumgebrüllt hat. Also du erinnerst dich aber? Ja. Okay. Ja. Und das war's. Ja. Und Sie waren die ganze Zeit hinter der Bar oder was haben Sie getan? Genau. Ich war die ganze Zeit hinter der Bar. Dann, als er ruhig gestellt worden ist, bin ich hin und gucken gegangen, um auch zu gucken, ob man irgendwie helfen kann. Weil ich ja gesehen habe, dass die Leute da verletzt waren. Ich dachte, ich könnte noch irgendwas machen, aber... Und was ist dann weiter passiert? Ich meine, wer hat ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ich habe das, weiß ich nicht. Sie haben nichts gesehen? Er hat, ich weiß nicht, da war, er hat, er ist ja irgendwie dann, er hat sich ja irgendwie, ich fange an zu weinen. Weil ich jetzt mir die Bilder wieder vor Augen führe, wie er sich da selber das Messer in den Hals, und das stammel ich dann auch, während ich da schluchze und weine. Ja, lassen Sie sich Zeit, Miss Davis. Ja, es dauert ganze Weile. Ja, er hat sich umgebracht. Wie? Er hat sich das Messer selber in den Körper gerammt. Ähm.
Wissen Sie schon, wer das war? Nein, nein, nein. Ich bin ja gerade erst gekommen auch. Also. Okay. Im Gegensatz zu den meisten anderen Polizisten fahre ich mit der Taktik, dass ich erst die Zeugen befrage und mir hinterher die Leichen angucke, weil sich dann auf diese Art einem der Fall auf andere Art und Weise erschließt. Weil wenn ich mir erst die Toten angucke und den vermeintlichen Täter, habe ich sofort ein Bild vor Augen. Und das kann manchmal schädlich sein. Okay. Also er hat rumgebrüllt. Was hat er denn gebrüllt? Ich weiß es nicht mehr. Es klang einfach nur wie so ein Wahnsinniger. Keine Ahnung. Ich meine, hier sind öfter mal Betrunkene, die rumpöbeln, die rumschreien, was sowieso immer geschrien wird während der Konzerte. Ich höre da nicht hin, weil, weiß ich nicht, das ist, keine Ahnung. Gut, gut. Er greift so in die, in seine Jackentasche, gibt dir eine Visitenkarte. Da steht drauf First Lieutenant Dietrich Swan. Und dann New Orleans Police Department. Mit Adresse und Telefonnummer und allem drin. Wenn Ihnen etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Aber was soll mir denn einfallen? Vielleicht irgendetwas, das er gesagt hat, etwas, das er erwähnt hat. Manchmal ist das Erleben einer solchen Szene, manchmal ist es so schlimm, dass das Gehirn Dinge ausblendet. Und die kommen dann später wieder zurück. Toll. Ich habe Ihr Gehirn nicht gebaut, Miss Davis. Wird davon irgendwas in meiner Akte stehen oder so? Ich sehe voll nervös aus. Warum sollte in Ihrer Akte etwas stehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sollte denn da was stehen? Nein, Sie können nachgucken, da steht nichts. Miss Davis. Das haben Sie bestimmt schon gemacht. Sie sind misstrauisch. Sie sind hier das Opfer. Im besten Fall Zeugin. Also machen Sie sich keine Sorgen. Aber Bunny hat damit auch nichts zu tun. Also auch nur, weil er betrunken war, der hat wirklich damit gar nichts zu tun. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Der kannte den nicht, der weiß überhaupt nicht. Der weiß meistens auch einfach gar nicht, was hier abgeht. Mr. Jackson und ich, wir kennen uns. Ach so. Okay, dann, ja gut, dann wissen wir. Er hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Und egal, was er gesagt hat, auch gerade eben als heraus, das ist halt einfach Bunny, der ist so. Betrunken. Da kann ich jetzt... Ja, aber warten Sie bitte draußen. Ich muss nachher zur Arbeit. Ich kann hier nicht ewig bleiben. Das weiß ich. Wir bemühen uns, Miss Davis. Hier sind Menschen gestorben. Ich weiß. Ich weiß, das macht Ihre Situation schlimmer. Und wenn Ihnen das hilft, spreche ich gerne mit Ihrem Arbeitgeber. Nein, oh Gott. Ich höre sofort so, nein, bitte nicht. Kriege sofort Tränen in den Augen. Sagen Sie nichts zu meinem Arbeitgeber von den Dingen, die hier passiert sind. Er guckt dich so ein bisschen schief an. Wo arbeiten Sie denn? Ich nenne den Namen dieser Firma. Fresh Clean. Ja, Fresh Clean. Wir kriegen sofort, wenn irgendwas mit Polizei in unseren Akten zu tun hat, wir werden sofort auf die Straße gesetzt. Deswegen bitte nicht an. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, Miss Davis. Es geht ja nur um die Verzögerung. Ich darf nicht zu spät kommen. Egal, wie viele Menschen gestorben sind, ich stehe dann. Kann ich jetzt rausgehen? Es lebe der Kapitalismus. Dann warten Sie bitte draußen und schicken Sie bitte er holt so seinen Zettel raus, Mr. Donovan rein. Ja. Ich überlege so, während ich, ob Donny, ich weiß ja, was der immer so raucht. Ich denke so, scheiße, hoffentlich war der schlau genug, das Ganze zu entsorgen. Ich gehe dann raus. Und ich bin auch wirklich voll verheult, als ich draußen dann stehe und gehe dann zurück zur Bar. Mhm. Donny? Ja, ja. Du sollst alles gut? Jetzt, ja, ich musste das alles nochmal erzählen. Du sollst jetzt dahin. Ja gut, dann bringe ich das mal hinter mir.
ich trinke mein Bier aus und spaziere dahin. Ja, du kommst da rein. Der Mann sitzt auf dem Bürostuhl von Bunny und guckt dich an und sagt, oh, Mr. Donovan, nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, ich gucke mir das Sofa erstmal genau an. Ist halt, ja. Du kennst es, es ist alt, es war schon immer da. Es war schon immer da, ja, aber da sind halt Sachen drauf passiert, denke ich mir, aber naja, egal. Ich weiß nicht, was Bunny hier immer so treibt, aber ich setze mich so ein bisschen so auf die Kante. So, also nicht, ich lehne mich nicht zurück so richtig rein, sondern sitze halt nur so vorne auf der Kante mitten hintern. Okay. So wie so eine Huhn auf der Stange. Mr. Donovan, seien Sie doch, bitte schildern Sie mir die Ereignisse des Abends aus Ihrer Sicht. Ja, ich habe hier einen Merchverkauf für die Band hier da vorne bei der einen Bar, ne? Mhm. Und da ist dann, die haben irgendwie Mist gebaut auf der Bühne und dann ist da der Strom ausgefallen. Dann gab es hier einen Knall und auf einmal war hier dunkel. Und dann hat mir Hillary hat gesagt, hier, ich soll mal runter und gucken wegen dem Ruby, Strom. Hillary ist die Mutter. Ach, Ruby, ja, Ruby war's. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, Ruby, die meinte, ich sollte mal unten gucken, den Strom wieder anschalten. Und ja, ich bin dann runter im Dunkeln und hab da halt geguckt und da den Hauptschalter wieder angeworfen. Und dann ging alles wieder. Dann bin ich halt wieder hoch an meinem Platz, war auch soweit wieder alles in Ordnung. Und dann irgendwie später war irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber dann sollte... ich meine, Jimmy Lee sollte runter irgendwas holen oder was. Und der ist halt gar nicht mehr aufgetaucht. Der ist halt auch dann runter in den Keller und kam halt nicht wieder. Und dann bin ich halt runter, um zu gucken, was ist. Und dann lag er da. Liegt wahrscheinlich immer noch da. Also können Sie sich ja selber anschauen. Die ganze Sauerei. Und dann bin ich natürlich wieder hoch. Wollte Bescheid sagen. Der war ja, also ich habe halt geguckt, also ich bin kein Experte, aber der sah ziemlich tot aus. Ne? Und dann bin ich halt hoch und wollte Bescheid sagen und da habe ich dann schon gehört, dass da irgendwas auf dem Klo los war. Da war irgendwie Tumult. Und dann bin ich halt da rein, habe ich halt diesen Irren da gesehen, der da irgendwie ja, mit seinem Messer da am rummachen war. Das war wie in so einem Horrorfilm. Wissen Sie, fing halt an, da rumzuschnetzeln da. Ja, und bin ich halt los und wollte halt die Jungs holen. Hier, Clarence und Deandre und oder irgendwem halt, dass wir das in den Griff kriegen. Und ja, der kam dann halt raus und dann hat er halt weiter da gemacht. Und dann ging halt alles irgendwie ganz schnell. Und wir haben dann zusammen halt irgendwie versucht zu fixieren und umzuruppen halt. Ne? Und haben wir dann auch hinbekommen, aber naja. War halt nicht so schnell, ne? Ich meine, ist ja auch viel, war viel los und war voll und naja, und dann ist halt so Panik ausgebrochen und das war alles total durcheinander. Ja, und am Ende haben wir ihn dann umgeruppt bekommen, aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann hatte er auf einmal das Messer und hat sich dann halt selbst damit abgestochen. Das ging alles ganz schnell, ich weiß auch nicht genau. Hat der Mann irgendwas gesagt? Bitte? Hat der Mann irgendwas gesagt? Der hatte mal irgendwie eine Frau hat er gesucht, hat er gesagt. Eine Frau? Ja, irgendwie, wo ist sie? Und wo ist sie? Ich suche sie, irgendwie sowas. Hat er einen Namen genannt? Nee. Wieder. Wenn dann ist, weißt du, dann habe ich nichts mitbekommen. Also das. Der ist ja völlig, völlig durch, der Penner. Haben Sie sich den mal angeschaut? Der ist völlig versifft und total kaputt. Also ich meine, hier ich habe ja schon viele Gestalten gesehen und ich glaube sie auch. Aber der Typ, der ist schon eine Ausnahmeerscheinung, sag ich mal. Frank, erinnerst du dich nicht oder erinnert Donny sich nicht? Beides. Er hat immer die ganze Zeit nach einer Malika gerufen und sie seine Königin genannt. Ja, aber auch Donny weiß das nicht mehr. Okay.
Der hat auf jeden Fall irgendwie eine Frau gesucht. Okay. Mr. Donovan, da Sie derjenige waren, der sozusagen diesen Weg zurückgelegt hat und auch diesen Jimmy Lee gefunden hat, wären Sie so nett und würden noch einmal mit mir den Weg abgehen? Aber wenn es sein muss. Dann bitte. Ja, er steht auf, steckt seinen Notizblock in seine Jacke und geht an dir vorbei. Ja, dann führe ich ihn halt raus, gehe halt vor. Ich denke mal, so stellt er sich das gerade vor. Mhm. Und ich schlurfe dann halt mit einem großen Bogen um diese Absperrung halt herum. Ja, die liegen ja eigentlich genau auf dem Weg. Ja, du siehst die auch auf jeden Fall. Ne? Ja, aber ich gehe da trotzdem so einen Bogen rum, wie es halt geht, und gucke da auch jetzt nicht groß hin oder so. Also versuche einfach nur dran vorbeizugehen, um dann halt in diesen Kellerbereich zu kommen. Also, wie du siehst ja auf jeden Fall, wie der Detective oder der Lieutenant mit Donnie da nochmal runter in den Keller geht. Und auch hinter die Absperrung. Ja, und dann gehe ich halt mit ihm in den Keller da runter. Ja, als ihr an der Tür seid, guckt sich Swan die Tür an. Sagt, man braucht hier einen Schlüssel, um reinzukommen, oder? Ja, klar, sonst würden die ganzen Gäste hier reinspazieren. Den hatten Sie? Der Jimmy Lee hatte den. Der ist runtergegangen. Okay, aber wie ist der Mann denn da runtergekommen? Der muss von da unten gekommen sein. Aus dem Keller? Ja, das sehen Sie gleich. Also ich habe da eine Theorie, verstehen Sie? Ich bin ja auch nicht von gestern. Ich gucke ja auch den ganzen Scheiß. CSI Miami und so. Und Law and Order. Ich versuche so ein bisschen das Gespräch aufzulockern und das so Art Coping-Mechanismen mäßig. Ja. So, ne? Und er sagt, er zwinkert hier zu und sagt NCIA New Orleans. Hä? Ja, genau. Navy CIS SI Akten, ne? And Order. So, also passen Sie auf. Und dann führe ich ihn runter, ich zeige ihm das. Und dann gehe ich mit ihm runter. So ein bisschen stolz versuche ich jetzt so, hier, ich habe das alles durchschaut. Ja, okay, er guckt, er bleibt auch erstmal stehen hinter dir. Ja. So, und guckt sich den Haustechnikraum an und guckt sich die Treppe runter. Ja, genau. Und dann liest der Jimmy da noch? In dem Kellerraum? Ja, der liegt ja ganz unten. Ja, genau, da ist ja vorher noch der andere Raum. Ja, hier ist der eine Raum, ne, wie ist das Stromkasten, aber da ist das nicht ausgefallen. Das ist unten im Keller und dann zeige ich halt die Treppe runter. Mhm. Und gehe dann halt auch schon mal vor. Ja, er folgt dir und ihr steht unten in dem Gewölbekeller mit dem Wasserbecken und so. Ja, genau, ja. Und dann liegt da der Jimmy, den blende ich aber so ein bisschen für mich aus und dann zeige ich halt auf das Becken, hier, da muss er rausgekommen sein. Wenn Sie sich den Typen mal angucken, der sieht auch so aus, als wenn er durch das Brackwasser hier geschwommen ist. Ja, Swan geht halt darüber, guckt da rein und sieht halt, dass die stinkt auch ohne Ende hier. Er hält sich auch der so. Der kam von hier unten. Ich hatte tierische Schwein, dass der hier nicht rausgekommen ist, als ich hier unten war vorher. Habe ich richtig Glück gehabt. Das heißt. Das ist blöd für Jimmy. Aber das heißt, Sie haben auch in der Zeit, als Sie hier unten waren, alleine nichts bemerkt? Nee. Also ist halt ein bisschen creepy hier unten, ne? So ein bisschen unangenehm ist das ja schon, so feucht und dieses Tröpfeln und Hallen und so, ne? Sieht ja auch komisch aus. Ja, ist auch das aber, ganze Gerümpel liegt da rum, so in der Laden, der Raum hier wird normalerweise als Lagerraum benutzt oder so? Da müssen Sie Ruby fragen. Ich glaube ja, also ich habe es ja auch, das ist irgendwie lauter alter Pröll halt, ne? Aber ich glaube, der ist da aus dem Becken rausgekommen. So sah der auch aus. Der war völlig versifft. Der ist ja immer noch versifft wahrscheinlich. Sehen Sie ja selbst. Was meinte ich mit spezielle Typen, ne? Aber so richtig verstehen kann ich das trotzdem nicht, weil das hier ist ja, also ich meine, das Wasserbecken ist ja voll. Man kann deswegen doch nicht, sieht er ja auch aus, wie der aussieht. Aber man kann doch nicht 100 Meter durch so ein Kanalisationsrohr schwimmen. Und dann hier rauskommen. Bin ich von den Exakten oder Sie? Weder noch.
Mr. Donovan. Okay, ja. Also er beugt sich dann... Scully, okay. Ich verstehe schon. Er beugt sich dann runter und nimmt wieder seinen Kugelschreiber und hebt dann mal so Jimmy Lees Hemd an damit, um sich da die Einstichwunden anzugucken. Und sein Hals ist halt total zerfleischt. Und er guckt sich das so von allen Seiten an. Ich schaue mir das nicht so genau an, wie er sich das da anschaut. Schaue ich mir eher das Gerümpel an oder so. Wissen Sie zufällig, ob Mr. Lee hier irgendwelche Feinde hatte oder so? Ich meine, das sieht ja schon nach einem Hassakt aus, oder? Nicht, dass ich wüsste, aber der Typ hatte anscheinend Hass auf alle, wenn man sich die oben anguckt. Auch wieder wahr. Gut, also Sie sind quasi nochmal zurückgegangen, um nach Jimmy Lee zu gucken. Ja, nach ihm hier, ja. Ich wollte ihn holen. Und da war die Tür oben. Da war die Tür offen. Offen. Ja, okay. Ich muss den Irren gerade verpasst haben. Der war da schon auf dem Klo. Also er ist durch das Wasser reingekommen. Als Jimmy Lee hier unten irgendwas geholt hat. Ja. Hat ihn so zugerichtet? Glaube ich. Also ich habe es nicht gesehen, ne? Jetzt mich nicht hier auf die Anklagebank setzen, ne? Ist nur ein Brainstorming, Mr. Donovan. Ja, ja. Dann ist er hoch und ist ins Bad gegangen, auf die Toilette gegangen. Und dann haben sie ihn knapp verpasst, sind hier runtergegangen, haben Mr. Lee gefunden, ja. Und sind zurückgegangen. Ja. Und dann haben sie gehört, dass der Mann... Dass im Bad was los war, ja, genau, habe ich doch erzählt. Okay, und sind sie reingegangen ins Bad? Ja, aber nur kurz. Ich habe halt gesehen, was da los ist und dann habe ich halt, okay, das ist, also die Nummer ist zu groß für mich, ne? Was war da denn los? Er war da mit dem Messer und hat da, ich weiß nicht, hat da auch irgendwie die Leute angegriffen. Da habe ich mich nicht lange aufgehalten, ne? Ich bin ja kein Held. Okay. Was haben Sie dann gemacht? Ja, dann habe ich zugesehen, dass ich hier Clarence und Deandre irgendwie finde und hole, bevor hier die Panik ausbricht. Naja, und das ist dann alles gleichzeitig passiert. Okay, ich würde sagen, wir verlassen mal wieder den Keller. Ja, ist mir nur recht. Er geht wieder hoch, er geht voran auch. Ja. Ich zeig doch auf die Toilettentür. Ja, da habe ich es halt gehört und abgeguckt. Ja, er geht auf die Toilette und guckt da rein. Guckst du auch rein oder bleibst du draußen stehen? Ich bleib draußen stehen. Ja, und dann hörst du seine Schritte da drinnen hallen und hörst nur, wie er so sagt, so 1, 2, 3. Und dann kommt er wieder raus. Okay, er hat, glaube ich, nicht seine Schritte gezählt, denke ich mir. Und dann guckt er so. Okay. Also ich zähle hier insgesamt 7 Tote. Plus den Täter. Gut. Mr. Donovan, er holt so eine Visitenkarte raus. Drückt sie dir in die Hand und sagt, bitte zögern Sie nicht anzurufen, wenn Ihnen irgendwas einfällt. Ja, klar. Steck die ein. Und jetzt schicken Sie bitte Mr. Whitman rein. Das ist denn Whitman? Das weiß ich, ja. Okay. Ja, alles klar. Gut, dann schlurfe ich halt zurück zu der Bar, wo die anderen halt alle sind. Mhm. Sagt Clarence halt Bescheid. Ja, der will jetzt mit dir sprechen. Ja, Clarence. Das dauert so 2-3 Sekunden, bis er plötzlich seinen Kopf hochreißt. Hey, mir. Der ist in Ordnung. Mach dir mal keinen Kopf. Ja, ich klopfe ihn nur so ein bisschen auf die Schulter. So. Ist alles gut. Okay. Ja, ihr seht, wie Deandre ihm nochmal kurz die Hand auf die Schulter legt. Der ist eigentlich ganz nett. Ist halt eher die Scully, weniger der Mulder. Verstehst du? Hä? Ist egal. Clarence marschiert los. Ich sag dann aber zu Deandre, der ihm bestimmt sehr sorgenvoll hinterherguckt. Mhm. Ich glaube, Clarence geht's nicht gut.
Der hat im Irak ziemlich einen Scheiß erlebt. Er hat mal erzählt, dass er irgendwo in so einem Bunker in so eine ziemlich fiese Stecherei verwickelt war. Als dunkel war. Okay, das ist so wie hier dann auch, ne? Scheiße. Dann solltest du ihn auf jeden Fall jetzt nicht alleine lassen die nächste Zeit. Na, das werde ich nicht. Das ist gut. Donny, was hast du dem Lieutenant erzählt? Ja, ich hab den halt ja, alles, was der wissen wollte. Hast du ihm erzählt, was der gesagt hat, der Typ? Was der gebildet? Dass der irgendwie nach einer Frau gesucht hat halt, ne? Okay. Und dass der aus dem Wasser gekommen ist halt, glaube ich. Also, muss er ja. Ich glaube, da ist er den ein bisschen beeindruckt, dass ich das so durchschaut habe. Ich habe da ein Auge für, ich gucke viel Krimis und so. Ihr hört draußen ein Fahrzeug vorfahren. Ist diese Seiten, dieser Bühneneingang, ist der offen? Der ist offen, der ist offen. Ja, der ist offen. Ihr seht, das ist ein weißer Van. Und eindeutig, ihr habt CSI gesehen, die Spurensicherung. Ja. Ah, die Spurensicherung kommt, sag ich. Die Spusi. ja, da kommen Gestalten mit weißen Overalls, blauen Masken, Haarhauben, Handschuhen. Also beziehungsweise noch nicht ganz, aber die fangen dann an, sich da zu staffieren. Moment, dann stecke ich mir noch schnell hier von der Band, hier an dem Merch-Stand, da stecke ich mir eine Kassette und eine CD noch schnell ein, von der Platte, wo der Song drauf ist, den die gespielt haben, als ich den Typen mit dem Stuhl umgeruppt habe. Gar keinen. Der Song hat sich, glaube ich, in mein Hirn eingebrannt. Da war die Band doch schon längst draußen. Die haben noch gespielt. Die haben wieder gespielt. Stimmt, die haben wieder angefangen. Song, der lief halt noch, als wir gekloppt haben. Und der hat sich jetzt in mein Hirn eingebrannt. Deswegen nehme ich mir eine Kassette und eine CD mit. Okay. Wenn ich mich aufputschen will, dann höre ich das. Coole Sache. Überlegen wir uns noch, wie der Song heißt. Das muss prophetisch sein. Okay. Stecke ich mir ein. Aber bevor die Spusi hier sagt, hier keine Beweismittel mitnehmen. Okay. Ja, ihr steht da. Was macht ihr? Wie, du siehst, hast du eine digitale oder eine analoge Uhr? Du siehst den Zeiger seine Runden drehen auf deiner Uhr. Ich bin ein bisschen nervös, ob ich es hier rechtzeitig rausschaffe. Ansonsten, ich räume in der Bar rum. Darf ich ja, oder? Das ist ja kein Tatort hier. Also, solange da keiner was sagt, mache ich sauber und putze dann mal die Dreckecken hinter den Flaschen. Wenn du so weitermachst, so sauber, das hier noch nie, glaube ich. Ja. Irgendwann kommt Clarence angeschlurft und schickt DeAndre nach hinten. Und alles klar? Na, geht schon. Willst du was trinken? Ich kann dir auch einen Tee machen oder einen Kaffee oder einen Kakao. Ein Tee wäre toll. Ja, ich finde bestimmt einen Tee irgendwo. Ja, ja. Ich mache ihm einen Tee. Ey, Donny, ich habe ihm erzählt, was du für ein Held bist, Mann. Oh Mann, nee, das war doch nicht nötig, ey. Ich habe den doch nur mit dem Stuhl einen rübergezogen. Nee, du warst geistesgegenwärtig. Ich meine, du hast ihm die Hand arretiert auf dem Boden. Ja, aber am Ende hat er sich ja trotzdem umgebracht. Ja, er hat ja nur sich umgebracht. Das ist ja scheißegal, Mann. Ja, stimmt. Aber so hatten wir Zeit, die anderen Leute, die sind auch ja. Gut, ne? Naja. Aber wir hatten Zeit, die anderen rauszuschieben. Ja, aber macht da mal nicht so eine Welle vor. Das ist schon okay. Ja. Alles gut gelaufen. Naja, soweit. Naja, aber hättet ihr drei ihn nicht aufgehalten, das war hier voll. Der hatte ziemlich viele noch verletzt. Ey, was wollte denn der? Der hat doch ganz gezielt nach wem gesucht, oder? Ja, was war das überhaupt für ein Typ, dass der da aus dem Wasserloch kommt? Ich meine... Der kam von da... Was? Welches Wasserloch? Da unten, der muss doch von unten gekommen. Der ist von... Ich erkläre denen auch nochmal den Ablauf, wie ich ihn durchschaut habe. Also, der muss ja von unten gekommen sein, weil ich muss ja an dem vorbeigegangen. Der ist ja nicht hier, der ist ja nicht durch die Tür, dann wäre er an euch vorbeigekommen. Aber welches Wasser denn?
Ja, unten im Keller, da ist dieses Wasserüberlaufbecken da. Da ist lauter Brackwasser drin. Und da, ja, da läuft da, gibt es irgendwie einen Kanal oder so wahrscheinlich. Weiß ich nicht, sieht man nicht, aber muss ja. Da muss ja reingeschwommen sein oder so eine Scheiße. Wie so eine, wie so eine Kanalratte, weißt du? Also offensichtlich sind ja weder Clarence noch DeAndre noch wie mal im Keller gewesen hier. Ja, ich erzähle dir das halt. Ne? Da unten, da ist halt so ein Becken und da ist halt, also ich habe mich gesehen, wusste ich auch nicht, habe ich auch was gesehen, als ich da den Strom angemacht habe. Krasse Scheiße. Ja, und da unten liegt ja der Jimmy, der ist ja runtergegangen und da hat er ihn anscheinend erwischt und dann muss er auf Toilette gegangen sein. Ich habe ja Schwein gehabt. Oh Mann, Jimmy Lee, ey. Oh, was ist denn das für eine kranke Sau? Ja, ja. Und alles, weil er nach einer so einer Tussi sucht. Aber ich sag dir, ich glaube, dieser Bolle weiß mehr, als er sagt. Wieso? Ja, ich habe gerade das angekommen, woher soll er was wissen? Ja, weiß ich nicht, aber ich hab halt gesagt, dass er immer nach dieser Malika gesucht hat. Und da war er ziemlich überrascht. Das war der Name, ja stimmt. Da war er ziemlich überrascht. Ja, ja, so ein komischer Name, den der immer gerufen hat. Hast recht, hab ich vergessen. Ich sag dir, der Bulle weiß was. Meinst du? Mhm. Vielleicht gibt's ja, vielleicht war der ja schon mal irgendwo und hat Leute abgestochen und ist davon gekommen. So aus dem Kanal raus. Und wieder zurück in den Kanal. Kann sein. Ich drehe mich von den Beinen weg. Bin ich froh, dass ich im zweiten Stock wohne, Jungs. Und Mädels. Ich putze weiter und ich höre aber, was die beiden da reden. Ja. Ja, irgendwann kommt halt auch DeAndre wieder an. Oh, lass uns nach Hause gehen. Können wir gehen? Wir sollten nur noch wegen für Ruby Bleche warten. Ja, wir müssen warten, bis Ruby da ist. Müssen wir, wenn ihr gehen wollt, dann geht, dann warte ich halt alleine. Ich habe nichts vor. Ich gucke so auf die Uhr. Ja, normalerweise wäre ich jetzt eh bei Burger King oder so. Wie spät ist es mittlerweile? Ja, jetzt ist es bestimmt so um 3. Nee, ihr könnt gehen. Ich bleibe auch hier. Okay. Aber du musst doch nachher zu deinem Job. Ja, aber erst um 5:30. Ja, wenn Ruby bis dahin nicht wieder da ist? Also DeAndre und Clarence verabschieden sich von euch und die gehen. Ja, ja. Okay. Ja, dann, wir sehen uns. Es dauert dann auch gar nicht lange. Ihr seht den Lieutenant Swan da hinten rauskommen und jetzt mit der Spurensicherung reden, die jetzt reinkommen. Und die schwärmen jetzt quasi aus über den ganzen Laden und fangen an, da die Leichen zu fotografieren. Ihr seht jetzt sofort das Blitzlicht irgendwie, das die Halle erfüllt und so. Und da taucht auch Ruby auf. Ja, dann ist ja gut. Ah, danke, dass ihr hier geblieben seid. Ja, kein Ding. Ihr könnt jetzt gehen, wenn ihr wollt, also wenn ihr dürft. Ich glaube schon. Ja. Gut. Ja, Detective Swan kommt nochmal zu euch, oder Lieutenant Swan, und sagt, Mr. Donovan, Miss Davis, wie gesagt, falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, melden Sie sich bei mir. Und dann guckt er guckt dich irgendwie ziemlich intensiv an und sagt, egal was. Okay. Ich lächle ganz gezwungen. Der starrt dich an irgendwie so, als wäre da noch eine andere Message hinter, die du irgendwie nicht merke ich das auch? Deuten kannst. Ja, das ist irgendwie schon schräg. Okay. Gut, dann versuchen Sie zu schlafen. Okay. Ja, und er steckt dann mit Ruby die Köpfe zusammen und sie gehen wieder in Richtung Büro, während die Spurensicherung den Laden auseinandernimmt. Donny, würdest du mitkommen? Was war das denn gerade für eine Nummer? Keine Ahnung, komm mal bitte mit. Ja, ja, wenn wir dann so gehen, irgendwie, der ist ja komisch. Als wir auch rausgehen, blicke ich mich auch um, ob ich irgendwas, ob mir irgendwas auffällt oder ob ich irgendwas sehe. Also draußen sind noch ein paar der Gäste, die hängen da immer noch rum. Auch kein Zuhause, die Leute. Ne.
Also wie gesagt, die Polizeifahrzeuge, der Van der Spurensicherung, einige der Anwohner sind rausgekommen oder hängen an ihren Fenstern. Aber direkt vor dem Crocodile ist ja sozusagen der Industriebahnhof und dahinter der Mississippi. Also da ist jetzt, ihr hört halt mal so von so einem Güterzug, der da vorbeifährt, und ihr hört die Bremsen quietschen. Aber ansonsten, irgendwo hört ihr Polizeisirenen in der Stadt. Das Übliche. Okay, aber jetzt nichts, was bei mir, mir ist es ja immer unwohl, wenn ich irgendwo rausgehe, gerade nachts. Donny, würdest du mitkommen, bitte? Wohin mit? Zu deiner Arbeit? Ja, und nach Hause erstmal. Ja, ich habe nichts vor, also ist alles gut. Okay, danke. Wenn es dir dann besser geht, ich kann dich ja auch irgendwo hinfahren oder was? Nee, mein Auto steht ja hier. Ja, dann gehe ich halt einfach mit. Ja, du siehst auch, wenn wir zu meinem Auto gehen, ich bin halt echt, also jede dunkle Ecke, Gasse, du siehst, dass ich da sehr vorsichtig reingucke und dass ich auch ein sehr, sehr angespannt bin, wenn wir da jetzt nachts durch die Gassen laufen. Und im Auto selber, aber hast du irgendwas dabei, was du in den Kofferraum tun musst oder so? Nee, ne? Nee. Nee, dann siehst du, dass meine olle Karre da hängt, die gebügelte Bluse, die ich für den dritten Job der Nacht noch oder des Tages noch habe, die hängt da hinten. Aber ja, kannst du dich vorne auf den Beifahrersitz setzen. Mhm. Und dann fahren wir dann erstmal zu mir nach Hause. Genau. Wie wohnt am Rande von Mid-City? Und ja, ihr schiebt euch da ein bisschen durch Uptown. Uptown ist eines der höher gelegenen Viertel von New Orleans. Sieht deswegen aber nicht besser aus als die Viertel, die von Katrina irgendwie verwüstet worden sind. Und irgendwann kommt ihr dann bei Wies Haus an. Wie bewohnt mit ihrem Freund Sam ein gemietetes Shotgun-Haus. Und die Karte sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Da muss ich jetzt mal genauer hingucken. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre es nicht bewohnt. Hier lebt niemand. Wenn man dran vorbeifährt, da hängt halt so eine abgerissene Stromleitung vom Dach runter. Ich meine, irgendwoher kommt offensichtlich der Strom, aber vorne hängen halt die Dinger runter. Und der nicht. Ja, der Maschendrahtzaun, der ist irgendwie krumm und schief und hat Löcher und ist beiseite geschoben und so. Der Rasen ist nicht gepflegt, die Ausfahrt ist überwuchert. Ja. Plexiglas hängt da irgendwie runter. Sieht ziemlich im Arsch aus. Ich kenne die Bude, ja. 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 Ja, mein Blick geht auch als erstes, wenn wir da parken und ich aussteige und reingehe auf die Veranda, ob Sams Sachen da sind, weil der ja gerade arbeitet. Und wenn er da ist, dann liegen seine Klamotten, weil die ja von der Arbeit in der Zementfabrik immer ziemlich dreckig sind. Die Stiefel zumindest, bevor die dann nämlich immer wechseln kann. Und weil er nämlich zuletzt wieder mal keine Arbeitssicherheitskleidung bekommen hat und mit seinen Klamotten gearbeitet hat, haben wir dann ausgemacht, dass er die draußen lässt, weil sonst muss ich ständig die Bude putzen. Okay. Ja, aber nee, sie liegen nicht da. Aber du siehst auch, dass du eine Sprachnachricht von ihm hast. Ja, dann zücke ich natürlich mein Handy und höre mir die erstmal ab. Er spricht immer Französisch, weil es halt für ihn leichter ist. Irgendwie sein Französisch ist für dich leichter zu verstehen als sein gebrochenes Englisch. Mhm. Er sagt halt so, oh nein, hoffentlich geht's dir gut. Und ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ich bin um 6 wieder da. Der Endgegner hat mir eine Sonderschicht aufgebrummt. Er nennt seinen Boss immer den Endgegner. Weil Fuller schon wieder nicht zur Arbeit aufgetaucht ist. Und das ist auch so eine ongoing Geschichte, weil Fuller ist auch ein Arbeiter, aber bei dem wird immer ein Auge zugedrückt. Der kommt zu spät, der erscheint nicht zur Schicht, aber der verliert seinen Job nicht. Aber Sammy muss halt immer die Schichten übernehmen. Und der ist immer der blöde Arsch, der dann dafür gerade stehen muss. Und dann zum Schluss sagt er noch, ich hasse es hier so sehr. Ich hoffe, ich bin um 6 zu Hause. Liebe dich.
höre das ab, stecke dann aber das Handy dann wieder ein. Geh rein. Also lass Donny auch dann rein. Mhm. Das ist sehr aufgeräumt bei uns. Ich mach mal einen Kaffee. Ja, ist gut. Pass auf, Donny, ich muss um 5:30 muss ich los. Um 6 fängt die Schicht an. Willst du sonst noch ein bisschen schlafen? Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Ich bin, glaube ich, auch zu aufgedreht, ganz ehrlich. Das hat keinen Sinn, jetzt zu schlafen. Okay. Ich mache uns jetzt einen Kaffee und dann machen wir den Fernseher an oder so. Ja, ist gut. Hauptsache keine Nachrichten. Ja, ich mache dann, also ich lasse mich dann da auch auf die Couch fallen. Mhm. Mach aber den Fernseher an und vermutlich laufen direkt als erstes die Nachrichten. Es ist wirklich so. Scheiße. Man sieht, ich weiß nicht, was du so guckst, sagen wir mal BBC. Ah ne, das ist Englisch, ne? Wie heißt es? MSNBC oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Obdachloser, geistig verwirrter Mann richtet Blutbad in lokalem Live-Music-Club Crocodile an. Ersten Stimmen zufolge gibt es 7 Tote plus den Täter, der sich im Anschluss an seine Tat selbst gerichtet hat. Motiv und Identität des Mannes sind bislang ungeklärt. Dann sieht man so eine Außenaufnahme, die müssen irgendwie angerückt sein, kurz nachdem ihr verschwunden seid. Da sieht man, wie gesagt, den Van der Spurensicherung. Man sieht so ein paar Leute in diesen weißen Strampelanzügen da rein und rauslaufen und so ein paar Polizisten. Dann ist da halt ein Schnitt im Hintergrundbild und man sieht so einen Gerichtssaal und einen riesigen Typen, der da auf der Anklagebank sitzt. Der muss über 2 Meter groß sein. Man hat so einen langen Rauschebart und so eingefallene Augen und ihr alle wisst, wer das ist, weil es die Medien-Coverage in den letzten lass mich überlegen, vor 5 Jahren war das. Das ist so breit getreten worden. Der Swamp Man. Das ist so ein Serienentführer und es gab einen ellenlangen Prozess, der hat monatelang angedauert und ist so breit getreten worden. Und sobald du das Bild siehst oder ihr beide, fällt euch ein, wo ihr Dietrich Swan schon mal gesehen habt. In dem Moment setzt halt der Nachrichtensprecher an. Der Serienentführer und mutmaßlicher Serienmörder Francis Dean Chapman, auch bekannt unter dem Spitznamen Swamp Man, ist tot. Chapman wurde erhängt in seiner Zelle in der Louisiana State Penitentiary aufgefunden. Somit wird für die Eltern der zahlreichen vermissten jungen Frauen wohl ewig die Ungewissheit bleiben, was ihren Töchtern zugestoßen ist. Chapman wurde 2019 in einem monatelang andauernden Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt, da ihm kein einziger Mord nachgewiesen werden konnte. Die Entführungen jedoch schon. Über das weitere Schicksal der Frauen hatte Chapman sich stets ausgeschwiegen. Der Spitzname rührt daher, dass Chapman auf einem alten Hausboot in den Sümpfen Louisianas lebte und ständig den Standort wechselte. Und ihr seht Bilder und Videoaufnahmen aus dem Gerichtsgebäude und so weiter. Und da seht ihr Lieutenant Swan, der ausgesagt hat im Zeugenstand und so weiter und so fort und der dann interviewt worden ist und durch die Hallen vom Gerichtsgebäude gegangen ist und so weiter und so fort. Also das war damals der leitende Ermittler in diesem Fall. Ja. Da hat er ja direkt einen ganz tollen Anschlussfall bekommen jetzt. Denke ich mir. Direkt der nächste Irre. Ja. Ich schalte um auf irgendeinen Musiksender. Ja, das ist gut. Der Swan scheint auf Spinner zu stehen. Naja, hier ist ein Kaffee. Danke. Ja, oder er ist verantwortlich für die ganzen Spinner und hat da ordentlich was zu tun hier. Was hat er denn zu dir gesagt gehabt, dass er sich vorhin so komisch benommen hat? So von wegen,
Wenn Sie sich an irgendwas erinnern können, egal an was. Will er dich angraben oder was war das? Nee. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber... Also. Wie nimmt denn das nicht so auf, wie ich greife? Bitte. Nein. Ich glaube nicht, dass der auf Partnersuche geht, während er ermittelt. Nein, ach, alles. Nein, nein, nein. Ich habe. Der hat mich aber echt. Ja, der hat irgendwie mich komisch angeguckt, als wüsste er irgendwas, oder? Ja, der hat irgendwie so ein bisschen. Es war irgendwie so. Keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig halt, ne? Ich hatte das Gefühl, dass jemand mich verfolgt hat in letzter Zeit. Ich gucke dich so von der Seite an und warte auf deine Reaktion. Meinst du, der Messertyp hat dich gesucht? Nein, 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 ich glaube, nein. Ich hoffe nicht. Aber ich habe ein paar... Nein, ich hoffe nicht. Weil, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mich irgendjemand verfolgt hat und als dann dieser Typ aufgetaucht ist und nach einer Frau gesucht hat, ich sag's ganz ehrlich, ich habe gedacht, der ist wegen mir da. Aber ich fange erstmal wieder an zu schluchzen, zu heulen neben dir. Ja, aber wieso soll der dich denn suchen? Der kennt dich doch, oder kennst du doch nicht. Also, würdest du dich doch daran erinnern? Ja, ich höre das auch. Ist doch Quatsch. Hat doch keinen Sinn. Also red dir mal keinen Blödsinn ein. Aber was ist, wenn das... Nein, ich glaube auch nicht. Aber dann wären die ganzen Leute wegen mir tot. Und das ist dann... Ich stehe auf und laufe nervös auf und ab. Und schluchze dann. Du kannst in deinem Haus sehr weit hin und her laufen. Ja. Immer hoch und runter. Donny, egal was ist, versprich mir, dass du Sam davon nichts erzählst. Auch nicht, was der Typ gesagt hat. Auch nicht, was der Polizist gesagt hat. Der wird durchdrehen. Aber der macht sich doch auch Sorgen, oder nicht? Ja, der macht sich die ganze Zeit Sorgen. Na gut, wenn ich nichts erzählen soll, erzähle ich nichts. Ich wasche mir das Gesicht dann da im Spülbecken. Aber mach dir mal jetzt nicht so einen Riesenkopf. Also ich glaube, das hat einfach... Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist, wenn doch? Naja, dann ist er jetzt tot. Stimmt. Das wäre eigentlich sogar eine gute Nachricht. Stimmt. Ja, ja, ich setze mich wieder neben dich. Stimmt. Ja. Pass auf, ich habe einen echt anstrengenden Arbeitstag vor mir. Versuch so ein bisschen zu schlafen. Weil ich wäre froh, wenn du dabei bleibst, wenigstens bis Sam wieder da ist. Ich schaue mich hier aufs Sofa und gucke irgendwie CSI Miami oder so. Schon okay. Gut. Ich habe nichts zu tun, wenn du dich dann wohler fühlst. Ja. Okay, danke. Ich bin ja, glaube ich, auch noch ein bisschen... So, also so langsam komme ich ja wieder runter, aber da musst du erstmal verdauen, ne? Ja. Ja, ja, ich ziehe die Beine an und setze mich da mit auf die Couch und würde erstmal auf den Bildschirm starren. Wir suchen irgendeinen Sender, weil ich habe auch kein Pay-TV, für sowas haben wir kein Geld. Ich suche einen Sender, wo irgendwo CSI Miami oder sowas in Dauersteife läuft. Ja, der Typ mit den roten Haaren hat eine Sonnenbrille. Ja, yeah, genau. Der ist immer überall. Horatio, heißt er nicht irgendwie Horatio? Ja, Horatio, genau. Sehr gut. Ja, genau. Horatio ist am Start. Sobald du da beim Setten da hängen bleibst, ja, da ist er. Ja, wie gesagt, ich ziehe dann auch nur die Beine an und lege den Kopf da auf die Lehne und gucke mir das an. Okay, ihr guckt CSI in Miami. Danach CSI. Das auch immer. Okay, eine Doppelfolge. Sehr gut. Das sind die Besten. Ja. aber bitte nichts mit einem Serienkiller oder mit einem Mädchenentführer. Ja, dann muss ich doch wegschalten. Okay. Ihr sitzt da.
Ich weiß nicht, du, wahrscheinlich verstanden. Irgendwie hört ihr nur mit einem Ohr zu oder so, weil eure Gedanken irgendwie am Rotieren sind. Und wie? Du knackst tatsächlich weg. Oh nein. Okay. Und natürlich kommst du zu dir und liegst auf hartem Boden. Und du merkst, dass die Sonne auf dich herabbrennt. Der gleiche Traum wie immer. Ja. Aber diesmal spielen wir ihn. Oh nein. Okay, ich stehe auf. Du hast roten Ziegelstaub, also fühlt sich zumindest an wie roter Ziegelstaub an den Armen, an den Klamotten. Klopfst dich so ein bisschen ab und wie gesagt, die Sonne brennt auf dich herab und du stehst inmitten einer Geröllwüste, ist, kann man nicht richtig sagen. Das ist mehr so eine Sandsteinlandschaft, die wie so ein Irrgarten aussieht, wie so Canyons aus Sandstein. Mit Felsformationen, mit Hohlwegen und Geröll. Und es ist super heiß und die heiße Luft flirrt und lässt, die Hitze flirrt und lässt halt die Luft quasi wabern. Dein Mund ist trocken. Ja, ich kenne den Weg doch schon, den ich hier immer gehe, oder? Kenne ich den? Also versuchst du den Weg zu verfolgen, den du immer gehst. Ja. Jetzt, wo es in deiner Erinnerung, wo du aus deiner Erinnerung zehren musst, ist es gar nicht so leicht, weil es wirklich ein Irrgarten ist. Würfel mal bitte unter Druck handeln oder handle unter Druck. Das ist plus Coolness. Eine 8 und eine 10, nicht schlecht. Plus Coolness, warte, ich suche. 19. 19, okay. Du hast diesen Traum so oft geträumt, dass das hier wie ein einziges langgezogenes Déjà-vu ist für dich. Und du findest zielsicher den Weg durch die Hohlwege, um die Felsformationen herum, bis du hinaustrittst auf, ich sag mal, eine ich nenne es einfach mal Lichtung, ja, also so ein größeres Plateau, wo die Gestalten stehen. Sie sind wieder da. Und sie alle wenden dir den Rücken zu. Männer, Frauen, Kinder stehen mitten in dieser Steinwüste. Irgendwo weiter hinten, und das ist das erste Mal, dass dir das auffällt, siehst du einen Berg. Der sieht so ein bisschen kegelförmig aus. Und die Gestalten stehen dort und scheinen sich im Takt einer Musik zu wiegen, die nur sie hören können. Und sind sie in Richtung des Berges ausgerichtet? Gucken sie dahin? Sie alle gucken in Richtung des Berges. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich endlich mal was machen kann, dann würde ich glaube, ich schrei einmal in die Richtung. Ich schrei wirklich mal, hey! Alle drehen sich gleichzeitig in deine Richtung um. Ich verstumme wieder. Und du siehst, sie sind alle tot. Sie haben weiße Augen, keine Pupillen, Verletzungen aller Art, die mit Sicherheit komplett tödlich sind. Manchen fehlen Teile vom Kopf. Manche haben riesengroße Wunden. Manche haben kleine Einschusswunden, Messerstiche, alles. Und die stehen einfach nur da, drehen sich um, gucken dich an. Und plötzlich fallen sie auf die Knie, breiten die Hände aus, legen die Stirn auf den Kopf und du hörst aus Dutzenden von Kehlen: Malika! Malika! Und da wachst du auf. Schrecke hoch. Ich nehme Donny Sitze. Ja. Oh, was ist los? Aber ein Albtraum. Ich springe auf und wisch mir übers Gesicht. Lauf wieder zum Spülbecken und erstmal Wasser, aber vermutlich ist das Wasser bei uns so brackig, was aus der Leitung kommt. Deswegen habe ich dann da so einen Wasserfilter.
Aber du hast diesen trockigen Staubgeschmack im Mund. Ich wühle erstmal im Schrank nach was zu trinken. Trink. Ich muss mich sammeln, aber man sieht wie an, dass sie halt sehr aufgewühlt ist. Ich bin so ein bisschen hilflos, weiß nicht, wie ich da helfen kann. So, also ich frage halt, ja, kann ich dir irgendwie helfen? Ist ja was so, ne? Aber mir fällt halt selber nichts ein. Nee, danke. Guck halt wieder nochmal, ob irgendwo Kaffee ist. Ich mach wieder Kaffee. Ja, ihr habt wahrscheinlich so Instant-Kaffee, ne? Ja. So Pulverzeug. Ja, so Pulverzeug, genau. So dieses. Einfach mal einen Löffel heißes Wasser aufgießen und fertig. Ja, aber ich bin halt gerade so ein bisschen awkward, wie so von wegen, keine Ahnung, so, die hatte irgendwie hier irgendwelche Traumata von dem Scheiß und ich habe keine Ahnung, wie man mit sowas umgehen muss, deswegen will ich aber auch nichts falsch machen. So, bin so ein bisschen lost. kann ich dir eine Kräuterzigarette drehen? Hilft dir das vielleicht? Nee, danke. Okay. Dann mache ich dir nur einen Kaffee. Danke. Wie spät ist es? Du musstest dich jetzt eigentlich so demnächst mal aufmachen. Ich fang jetzt wieder einfach an, nervös irgendwie loszuquatschen, so einfach um irgendwie um sie abzulenken und mich auch. Ich hatte meinen Kumpel, der hat so auf Microdosing geschworen, weißt du? Klingt wie totaler Blödsinn, aber man soll immer nur ganz bisschen nehmen. Nur so ein bisschen, aber dafür konstant. Von was jetzt? Ja, egal was, das kann man mit allen machen, sagt er. Okay. Also immer von egal, ne? Aber man sollte bei einer Sache bleiben. Und dann nimmst du immer nur so ein bisschen, das hilft wohl. Dann, also es soll wohl gut sein. Ich kann mir ja nicht vorstellen. Das ist Quatsch. Aber ich habe einfach mal als Experiment, habe ich jetzt einfach meinen ganzen Tabak einfach mal komplett genommen und da einfach mal so ein bisschen reingemischt. So dass ich halt immer ein bisschen da drin habe, weißt du? Keine Ahnung, was das bringt. Mal sehen. Aber ich dachte immer, probier mal aus. Der Vater ist total überzeugt von. Ich halte es für Quatsch. Okay. Aber wenn du eine normale Zigarette rauchen willst, kann ich dir auch eine normale Zigarette drehen. Ich habe ja auch noch... Du greifst in deine Tasche, Donny, und du hattest es total vergessen, aber du fühlst da irgendwas und als du es rausholst, hast du einen roten, hölzernen Hahn in der Hand. Den habe ich eingesteckt? Oh. Wie groß ist der? Also so in einer Hand, oder? Ja. Ich hatte das Reiß dich zusammen, bitte. Ah, okay. Erstmal zusammenreißen. Plus. Zusammenreißen, da. Willenskraft. Oh, das habe ich sogar relativ gut. Das sind 13, das sind 15. Okay, alles klar. Ja, es erschüttert dich nicht, aber trotzdem reißt es sich einmal kurz aus dem Redeschwall. Ja, okay, ja, ich stocke irgendwie, guck mir den an und sage auch so selber zu mir selber, habe ich den eingesteckt? Dann natürlich kurz so den Kopf irgendwie so von wegen, so irgendwie, ne, keine Ahnung. Zwei, drei Bilder wandern über dein inneres Auge. Ja, so diese ganzen Flashes so aus den Begegnungen mit diesen Haaren, also auch im Keller und so und davor. Und dann, aber wenn ich den jetzt gerade in der Hand habe und ich irgendwie ablenken will, kannst du damit eigentlich was anfangen? Kann ich nicht, oder? Es ist ein roter Hahn. Also so eine Holzstatue in Form eines Hahns mit Hahnenkamm, mit Federn hinten, so ein stolzer Hahn, rot lackiert, angemalt, wie auch immer. Aber das scheint schon älter zu sein, weil an einigen Stellen ist das Holz schon abgebrochen und der Lack ist abgegriffen und so weiter. Mhm. Aber ja, eindeutig ein roter Hahn. Ich stehe ja eh neben dir, nehme dann die Tasse, die du da auch mir gemacht hast. Nee, aber ich kann ja mal ein Foto davon machen und mal googeln. Ja. Zück mein Handy, mach ein Foto, schmeiß die Google-Bildersuche an. Okay. Mach mal. Ich habe noch ein bisschen Datenvolumen. Ja, aber jetzt nicht dafür jetzt alles aufbrauchen, ne? Also nur wenn das geht. Ich kenne mich da nicht aus mit. Wir können ich habe nur gucken. So ein altes Telefon. Ich hole so mein Nokia-Knochen raus.
Ich habe, wenn ich gleich putze, das ist in so einem Bürohaus. Manchmal hat irgendein Angestellter vergessen, den Computer runterzufahren. Ich google da dann auch immer oder suche irgendwas. Oh, da, das ist clever, ja. Das, ja, vielleicht ja, kannst du ja mal gucken. Ja, vielleicht hat da ja gleich jemand. Wir müssen auch gleich los. Ich lass mein Smartphone aber bei dir liegen. Das ist auch das Display ist gesprungen. Schon super alt. Das ist schon aus der, keine Ahnung, was Generation. Und lass es dir da liegen und verschwinde dann auch kurz im Schlafzimmer, um mich umzuziehen. Mhm. Und auch nochmal Gesicht zu waschen. Und okay. Machst du in der Zwischenzeit was, Donny? Oder starrst du das Ding an? Oder was ist dein Plan? Aber viel Zeit hast du nicht. Ja, nee, ja. Ich stecke den Hahn dann erstmal wieder ein, nachdem sie das Foto gemacht hat. Mhm. Ich würde den halt nochmal genau gucken, ob der irgendwie, hat er vielleicht auf den Füßen, ist da irgendwo so eine Prägung drauf oder manchmal ist er ja irgendwie so ein Symbol, Logo, Signatur, was auch immer. Irgendeine Markierung, also ist nichts dran, woher das Ding kommt, oder sondern ist komplett okay. Dann stecke ich ihn erstmal wieder in die Tasche. Naja, wer weiß, wofür es noch zu gebrauchen ist, denke ich mir. Und setze mich dann erstmal wieder hin, bis wie fertig ist. Und dann macht ihr euch auf den Weg. Mhm. Ja. Okay. Und zwar ist es so, dass du dir immer bei deinem Arbeitgeber die Schlüssel holen musst. Das heißt, du musst zuerst zu Fresh Clean, wird mit PH geschrieben, Fresh Clean. Da muss ich mir auch so einen Kittel abholen, weil wir alle so diese Einheitskittel über den Klamotten tragen müssen. Aber mein Putzwägelchen, das habe ich ja dabei. Das ist ja im Auto. Ja. Und Ich sehr teure Kaution für bezahlen. Auf jeden Fall müsst ihr erstmal zu Fresh Clean fahren. Für Kittel, für das ganze Zeug und natürlich für die Zugangskarte in der Etage. Das Haus selber hat einen Pförtner unten, um reinzukommen. Das ist so ein großes Bürogebäude im Corporate Business District. Und da ist das im 12. Stock. Ja, es ist ja, ich bin ja auch jetzt, meine Putzzeit ist ja von 6 bis 7. Bevor die ersten Angestellten kommen. Das ist immer eng. Ja, das ist immer sehr eng, weil es wirklich großes Ding ist. Ja. Okay, das heißt, ihr fahrt zu Fresh Clean. Donny, du wartest so lange im Auto, bis wie reingesprungen ist, ihren Kram abgeholt hat? Ja, wenn ich dann das Logo von Fresh Clean sehe, wenn wir da vor dieser, das ist wahrscheinlich wie so eine Art Halle oder sowas, ne? Ja. Ist ein Bürogebäude. Achso, Bürogebäude, ja. Ja, die haben ja wahrscheinlich irgendwie so ein Logo, da steht das drauf. Da kriege ich natürlich direkt einen Ohrwurm und fange an, irgendwie so fresh is so clean, irgendwie vor mich hin zu summen. Den kriege ich auch den Rest des Tages nicht mehr raus. Werde ich immer wieder bei Gelegenheit mal vor mich hin summen. Danke, das ist auch Frank. Ja, gerne. Ihr habt ja noch nicht drüber gesprochen. Donny, du weißt noch gar nicht, wo, wie putzt. Ja, man muss ja fresh and clean sein anscheinend, denke ich. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Kommt drauf an, moralisch überhaupt nicht, denn sie hält vor dem Entergy-Gebäude und Entergy ist der lokale Stromdienstleister, das ist so wie die Stadtwerke von New Orleans und die haben einen furchtbaren Ruf. Die haben aus reiner Profitgier über Jahre lang das Stromnetz runterrocken lassen und haben sich geweigert, das zu modernisieren, was dazu geführt hat, dass nach Katrina und Idi super viele Leute gestorben sind, vor allen Dingen in den Bayous, weil die Stromversorgung nicht schnell genug wiederhergestellt werden konnte und aufgrund der ungesunden Ernährung in der Gegend und so weiter und so fort, waren da halt super viele Leute übergewichtig, zuckerkrank, wie auch immer und sind halt auf ihre lebenserhaltenden Geräte angewiesen gewesen. Und nach 2-3 Tagen waren halt die Akkus alle und die Stromversorgung war nicht schnell genug wiederhergestellt, um die Akkus aufzuladen. Und da sind Dutzende Menschen aus diesem Grund gestorben. Und verantwortlich gemacht wurde, war natürlich keiner. So, das ist der eine Punkt. Und was die noch gemacht haben, und das war ein handfester Medienskandal, es hat gar nicht weit von Sammys Zementwerk hat ein Kohlekraftwerk eröffnet. Und da hat Entergy Schauspieler bezahlt, dass sie sich als Ortsansässige ausgeben, die
für den Bau dieses Kraftwerks auf die Straße gehen und demonstrieren und so weiter und so fort. Weil dieses Kraftwerk hatte einen sehr niedrigen Wirkungsgrad. Also du musstest mehr reinbuttern, als es an Strom produziert hat, sozusagen. Aber damit haben die halt einen Arsch voll Kohle verdient. So, und das halt über Steuergelder und so. Und das entsprach gar nicht der Norm. Und die haben dann halt ganz viele Schauspieler dafür bezahlt. Und deswegen ist, das war der Grund, warum, also dieses Unternehmen ist der Grund dafür, dass es Ethikseminare für das Management gibt in den USA. Das ist dieses Unternehmen, was dafür gesorgt hat, mit dieser Aktion. So, das heißt, für dich ist das wahrscheinlich der Es ist der letzte Abschaum, also im Endeffekt, ja. Das ist richtig verdorben, was die tun. Genau, und davor. Wenn wir davor halten, dann sage ich so wie. Und guck ich da auf das Gebäude irgendwie und auf das Logo oder von denen, da wahrscheinlich irgendwie so groß Neon-Logo, das da irgendwie an der Wand hängt. Ach, so ein negatives E, also rot-pink. Ja, wie auf der Karte, ja. Mhm. Du wie? Ja. Ich glaube, da kannst du so viel putzen, wie du willst. Den Dreck kriegst du nicht weg. Was meinst du? Da musst du sprengen, das Gebäude, damit es dir sauber wird. Ja, ich wisch da nur Staub und muss saugen. Ja, nein, war ja nur ein Gag. Aber dass du hier arbeitest, ist ja richtig krass, ey. Ja, mal hier, aber auch ganz oft in irgendwelchen anderen Unternehmen. Ich steig auch schon aus. Ja. Mir ist das egal. Ich knall die Tür zu. Wie ist das? Soll ich dich dann nachher abholen oder was, wenn du fertig bist? Komm, kannst du mit reinkommen? Wenn das kein Problem ist. Es ist da immer ziemlich leer und ziemlich dunkel überall. Ja, wenn es keinen interessiert, komm ich auch mit. Für mich das gerne mal anschauen, so ist das nicht. Mal sehen, wie sauber das da ist. Und wie gesagt, vielleicht hat irgendjemand seinen Rechner angelassen, dann kannst du da ein bisschen surfen. Netz. Ja, stimmt. Ich muss mal gucken. Man kann ihn schon ansehen, dass er irgendeinen widerlichen Desktop-Hintergrund einstellen will. Oder ich will schon überlegen, wonach ich alles suche, wenn ich jetzt mal nicht irgendwie hier in so ein Internetcafé pro Minute bezahlen muss. Ich suche schon, jetzt in meinen Kopf gehen so 100.000 Suchbegriffe, so Sachen, die ich unbedingt mal nachgucken wollte. Aus verschiedensten Motivationen. Ich mache dann auch den Kofferraum auf und hole dann mein Putzwägelchen raus. Ich muss mal gucken, welcher Pförtner heute Schicht hat. Ein paar sind echt ätzend, aber es gibt auch welche, die sind ein bisschen lockerer. Ja, das ist entspannt. Ja, cool. Klar. Ja. Ist mir lieber, als jetzt zu Hause rumzugammeln. Okay. Ja, also siehst mich aber wieder links, rechts nervös in die Schatten gucken und dann rüberhuschen zu diesem Gebäude. Der Pförtner, ja, wenn ich halt auch merke, dass du immer so nervös bist, wenn du irgendwie an so irgendwie, wenn du vorgehst oder irgendwo ins Dunkle gehst, dann fange ich halt auch an, irgendwie dann sonst, wenn ich das merke, bin ich so aufmerksam. Aber wenn ich das doch mal mitkriege, dann gehe ich halt auch mal irgendwie 2-3 Schritte vor, damit du nicht immer die Erste bist, die in die dunklen Ecken geht. Aber ich bin nicht so aufmerksam, dass ich das jedes Mal hinkriege. Okay. Das ist das Foyer, also es gibt eine große Glastür. Nicht das komplette Gebäude gehört Entergy, sondern das ist halt ein Mietbüro sozusagen, ja. Und da ist so eine große Tafel mit all den Firmen, die da ansässig sind. Und wir haben wahrscheinlich alle Dreck am Stecken, wenn ich die ganzen Namen da sehe, ne? Wer denn nicht, ne? Und das ist halt so ein großes Glasfoyer und du siehst Molly sitzt am Tresen. Das ist eine schwarze Frau, mit der du dich halt wirklich gut verstehst. So, die hat Haare zum Zopf gebunden und trägt diese blaue Sicherheitsdienstuniform. Und als sie dich sieht, steht sie schon auf und kommt rüber zur Tür. Mit so einem Riesenschlüsselbund. Als sie dann aufmacht. Hey Molly. Hey, wie? Hey, wer ist der denn? Das ist ein Freund von mir, Donny. Kann er mit rein? Du weißt, dass das nicht erlaubt ist. Ich weiß. Bitte. Ich stelle auch nichts an. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Dafür kann ich gefeuert werden. Wieso? Warum willst du den mitnehmen?
pass auf, wir hatten vorhin, hast du gehört, was im Crocodile passiert ist? Oh, scheiße. Ja. Da wart ihr? Ja. Mir bricht so ein bisschen die Stimme, ich versuche aber tapfer zu bleiben. Ich fühle mich nicht ganz so sicher. Ich setze mich nur in die Ecke und bin ganz ruhig, nur dass sie nicht alleine da durch die Flure läuft und so. Er macht nichts. Ach, okay. Aber dann jetzt schnell. Ja. Ich fasse auch nichts an. Ja, okay. Also ich schließe dann hinter euch zu. Danke, Molly. Wenn du das nächste Mal, wenn wir im Crocodile sind, ich sag dir Bescheid, wenn ein Konzert ist von einer Band, die du magst, und dann kommst du umsonst rein, okay? Okay. Danke. Sag Bescheid, wenn Creed da spielen. Ja, mach ich. Wenn niemals da spielen. Ich hoffe nicht. Ich werf Donny auch nur so einen Blick zu, als ich dann zu ihr sage. So, ja, ich habe gesagt, auch mehr als 1000 Worte. Oder Nickelback. Ja, und Backstage, ich bring dich da rein, okay? Okay, das wäre so cool. Klar. Ja, kurz ein entgeisterter Blick von mir, so, und wenn du mir dann so dann fange ich wieder an. Ich sag dir auch nur so, danke Molly, während wir schon so durch das Foyer laufen zu den Fahrstühlen. Ja, okay, also ihr geht in den Fahrstuhl und fahrt hoch in die 12. Etage. Und das ist ein wirklich großes Gebäude. Und es ist ein wirklich großes Großraumbüro. Das in der Sonne. Das habe ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gesehen. Also außer im Fernsehen. Nee. Ihr steigt aus dem Aufzug aus, steht vor so einer großen Glaswand, wo riesengroß das Entergy-Logo draufsteht. Nach rechts eine doppelflügige Tür, da hast du Tresen. Für die Tür hast du den Code, also die Keycard. Der Tresen ist natürlich nicht besetzt. Da sind so zwei Sofas zum Warten. Dahinter ist ein Aufenthaltsraum mit so einer kleinen Kochnische und so weiter. Und dann ist es ein Großraumbüro. Ja, ich buxiere dich da auch ich schiebe dich einmal durch zu diesen, wo könnte man denn ihn gut platzieren? Da ist ja noch dieser rechts direkt auch Sofa und so. Das ist der Aufenthaltsraum, da ist eine kleine Küchenzeile drin und eine Toilette. Eine Dusche, meine ich. Hier, sonst guck dich mal um, da kannst du sitzen, aber ich muss mich jetzt auch echt beeilen. Ja, mach, ich will hier gar nicht im Weg stehen. Ich sag dir aber Bescheid, wenn einer der Rechner an ist. Ja, ich mache mir das hier bequem. Rauchen ist nicht, ne? Nee, bitte nicht. Ach, scheiße. Ich fange an, dann durchzuhetzen. Okay. Ja. Und du putzt und wischt und wischt. Genau, ich habe dann erstmal überall mit meinem Wägelchen durch oder mit dem Ding, was ich da in der Hand habe, und wische erstmal überall die Tische. Ich mache dann die Tastaturen, die Mäuse. Ich mache halt alles sauber, ganz schnell, ganz oberflächlich. Sammle schon den Müll immer. Ich habe da halt so ein System, damit das möglichst schnell geht. Wie müde und wie belastet bist du? Sehr müde und sehr belastet. Dann handle bitte unter Druck. Das mache ich. Mit, was ist? Coolness. Lass mich raten, diesmal würfelt. Ja, diesmal ist es eine 9. Eine 9? Nein, eine 9. Okay, du hetzt dich dadurch, du machst so, was du gerade gesagt hast. Du versuchst so mechanisch und sinnvoll wie möglich die Schritte in Abfolge zu bringen, damit du nicht in denselben Raum nochmal rein musst und so. Also irgendwie gleich schon den Müllbeutel dabei, den Müll einsammeln und von vorne bis hinten. Und dann hat irgendwer auf einem Tisch was verschüttet. Und du fängst an zu schrubben. Und das geht nicht so leicht weg irgendwie. Also was auch immer das ist, da ist es irgendwie das bringt dich so aus der Fassung. Das sieht aus, als wäre da jemand ein Füller ausgelaufen oder irgendeine Filzpatrone oder so. Also irgendwas, was du nicht einfach abwischen kannst. Und du wischst und wischst. Und plötzlich ertappst du dich dabei, dass du da bestimmt 3 oder 4 Minuten gewischt hast. Dass dir der Schweiß runterläuft und dass dir die Tränen runterlaufen. Ja. Und dann hörst du ein Telefon klingeln. Ja. Irgendwo in der Weite des Büros. Na, ich schrecke hoch. Mir wird erstmal klar, was ich da gemacht habe.
Ich wische mir die Tränen weg, fluche dann aber. Klingelt es weiter? Ja, hört nicht auf zu klingeln. Ist irgendwo weiter hinten drin sein. Donny, du hörst es auch. Ja gut, dann würde ich mal rauskommen aus dem Zimmer, da aus dem Aufenthaltsraum. Ja, du kommst raus, guckst dich halt so um, stehst ja da vor der Rezeption. Ja, ich würde schauen, ob ich sehe, wo das Telefon klingelt, beziehungsweise wo wie ist. Du drehst dich nach rechts und siehst halt da auch die Wand aus Glasstein. Und da ist ja halt dieser runde Tisch, ne, wo die 6 Stühle drumstehen. Mhm. Und da stützt sich wie gerade drauf und sieht völlig fertig aus. Also so richtig fertig. Und von irgendwo aus den Tiefen des Stockwerks kommt das Klingeln. Also es kommt nicht daher, wo sie ist, sondern ne. Das ist irgendwo anders. Ja. Dann gehe ich mal zu ihr hin. Hey, alles okay? Ich wische mir so die Tränen vom Gesicht. Hier ist ein Fleck. Und ich fange wieder an zu heulen. Ja, und? Ich gehe hin und guck. Ja, ich schluchze, aber versuche mich irgendwie zusammenzureißen. Weißt du, wie viel Ärger ich kriege, wenn solche Sachen... Ja, mach haben? Du einfach mit deinem normalen Kram weiter. Ich mach den Fleck weg. Danke. Dann fange ich an dem Fleck rumzuschrubben. Aber du darfst nicht das nehmen, weil dann geht die Oberfläche von dem Tisch kaputt und dann macht das Löcher rein. Ich nehme einfach den Lappen von dir hier. Okay, ich mache ihm da noch Putzmittel drauf und... Siehst du, aber es mir schwerfällt, dir das zu überlassen, aber ich hetz dann weiter. Und dieses Klingeln von diesem Telefon macht mich richtig... Es hört nicht auf. Ich versuche weiter zu wischen, aber das stört mich so massiv, weil ich ja eh schon so fragil bin, gerade nervlich, dass ich kann ja dann ausloten, wo das herkommt. Ne? Ja. Auf jeden Fall erstmal von weiter hinten. Also wenn du dem Geräusch nachgehst, gehst du dem Geräusch nach? Ja. Und währenddessen nehme ich aber schon mal den Müll überall mit. Ja. Ja, du musst durch den Hauptflur, gehst du einmal bis hinten durch und dann ist ja da auf der südlichen Seite dieser große Raum. Und das ist einer an einem von den Tischen klingelt das Telefon da. Ach, Mann. Ja, ich gehe da hin. Wie spät ist es? Es ist 17:45, 17:50. Ich gehe ans Telefon. Ja, du hebst ab. Du hörst erst so ein statisches Rauschen. Dann was klingt wie Wind. Und dann hörst du so eine Stimme. Mann. Meine Königin. Ich leg sofort auf. Es fängt sofort wieder an zu klingeln. Hörst du von dem Klingeln, was das unterbrochen wurde? Dann hörst du ein Donny! Ja, guck mal kurz auf den Fleck. Ist der Fleck noch da? Ja. Also vielleicht ein bisschen weniger, aber... Ja, gut. Ja, der Fleck ist noch da, sag ich, während ich rauskomme. Aber ich krieg den schon fresh and clean, keine Sorge. Was ist denn los? Das Telefon hört nicht auf zu klingeln. Ich gehe, du siehst auch, dass ich heul schon wieder. Aber das ist so ätzend. Ich habe mich schon wieder so charakterisch. Ja, ich geh zum Telefon, nehm den Hörer ab. Falsch verbunden, klick. Es klingelt. In dem Moment, wo du drauf den Hörer auflegst, fängt sofort wieder an zu klingeln. Ich nehme den Hörer wieder ab, setze ihn nochmal drauf, nehme ihn wieder ab und lege ihn daneben. Oh, habe ich leider nicht richtig draufgelegt. Und dann hörst du eine Stimme. Meine Königin! Ja, ich wirke halt im Grunde dann direkt auch wieder ab, so, ne? Weil ich halt direkt wieder, ich nehme ab, lege wieder auf und lege den Hörer auf Seite. Ja, du hörst sofort wieder die Stimme. Ach, auch immer noch, obwohl er nicht aufgelegt ist, ist okay. Ja. Er wartet auf dich! Ich leg wieder auf. Es klingelt. Hast du das gehört? Ich bin auch super hektisch. Was ist das für ein Kram? Ich glaube, ich bin so gestresst davon, dass ich das Kabel rausreiße. Es klingelt weiter. Ich nehme das Telefon hoch. Das klingelt halt immer noch vor sich hin. Ja. Das ist so ein richtig ätzender Klingelton. Klingt wie so ein Nokia-Klingelton. Was ist denn das für eine Scheiße? Mit zitternden Händen gehe ich nochmal an den Telefonhörer. Ich nehme es noch ganz vorsichtig ab und gehe wieder ran, während Donny das Telefon in der Hand hält. Ja, ich halte das halt so. Ich fange auch so ein bisschen an zu zittern, weil das ist ja, das macht ja keinen Sinn. Du hörst so, du bist es, oder? Bist du es?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Er wartet auf dich. Wer? Was prophezeit wurde, muss herbeigeführt werden. Musst dich mit dem König vereinen. Die Stimme kommt dir sehr bekannt vor. Es ist der Mann aus dem Crocodile. Und du hast so ein Rauschen und ein Knirschen. Ich bin nicht länger an die Illusion von Zeit und Raum und Leben gebunden. Ich habe das Telefon so ein bisschen weg vom Ohr. Der schreit ja so laut, dass Donny das auch hört? Ja. Ich guck dich nur mit großen Augen an. Ich werde dich überall finden. Ich nehme dir den Hörer wieder hablich auf. So, das ist ganz komischer Klingelstreich. Und währenddessen klingelt so natürlich laut, wieder weiter. Ja, ich rede laut, um das Klingeln zu übertönen. Also lauter als das Klingeln. Nimm das Telefon, geh damit auf Toilette, ja, in irgendeine Kabine, pack das auf den Klodeckel, das Telefon, mach die Tür zu von der Kabine, komm wieder raus, mach die Tür zu von der. Mach doch alle Wasserhähne an, damit die schön laut vor sich hin strahlen und mach die Tür zu und komm wieder. So, ich hoffe, man hört es nicht mehr jetzt draußen. Aber jetzt klingelt ein anderes Telefon. Neben wie? Ich bin da total erstarrt. Ich guck mal, noch ein Telefon klingelt. Und noch eins. Plötzlich fangen im ganzen Stockwerk die Telefone an zu klingeln. Ich muss hier raus. Ich pack dich auch einfach. Reißt euch zusammen, bitte. Ja. Ich will einfach nur da weg. Das kann ich verstehen. Ist eine 12. Eine 13. Okay. Folgendes. Ihr bekommt einen Zustand. Dieser bleibt bestehen, bis ihr Zeit, das zu verarbeiten und euch zu erholen hattet. Mhm. Und in Situationen, in denen dieser Zustand hinderlich wäre, bekommt ihr -1. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr wütend, traurig, ängstlich von Schuldgefühlen erfasst werdet, ob ihr eine Obsession entwickelt oder ob ihr abgelenkt werdet. Ja, ich bin natürlich ängstlich. Oder zu einem späteren Zeitpunkt von dieser Erfahrung heimgesucht werdet. Ist auch mal ein guter. Ja. Nee, ich bin wütend. Und ich bin ängstlich, weil für mich ist das so der Beweis, dass die ganzen Sachen, die ich gesehen habe, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Ich brülle jetzt auch so, soll ich etwa alle Telefone auf das Klo bringen? Was soll das? Aufhören! Also ich brülle jetzt auch so ein bisschen rum. Ich will hier weg. Also ich pack dich dann auch nur so, lass uns gehen und zieh dich dann auch mit. Ich lass alles da stehen. In dem Moment, in dem ihr euch umdreht, hören schlagartig alle Telefone auf zu klingeln. Irgendwo hinter euch klingelt ein einzelnes Telefon in einem anderen Klingelton. Hey, soll ich doch deinen Scheiß holen? Nicht, dass du Ärger kriegst. Ich nicke nur. Ja. Dann laufe ich zurück. Aber ich gehe, während er wegläuft, gehe ich zu dem Telefon. Ja. Und ich hole den Lappen, den ich da liegen lassen habe, und den ganzen ihr Wägelchen und so. Das würde ich dann jetzt alles holen. Okay. Ich gehe ans Telefon. Du hörst wieder dieses statische Rauschen. Dann hörst du so einen Wind. Und dann hörst du eine weibliche Stimme. Vivian. Das ist nicht dein wahrer Name. Bringe deinen wahren Namen in Erfahrung. Dann wird das Licht das Dunkel deiner Erinnerungen vertreiben. Und hüte deine Freundschaft zu Finlay. Auch er trägt nicht seinen wahren Namen. Seine Ziellosigkeit hat einen Grund, denn ihm wurde ein Schicksal auferlegt, das er nicht mehr erfüllen kann. Sei sein neues Schicksal, damit seine Existenz einen Zweck erfüllt. Eure Fäden werden sich entwirren, wenn die Zeit gekommen ist. Habt Vertrauen. Dann legt sie auf, wer auch immer das war. Klick.
Und du hast so meh, 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 meh. Ich stehe da trotzdem mit dem Piepen im Ohr und dem Hörer in der Hand und starr dann auch Donny an, als er wieder dahin kommt. Ja, ich komme halt mit dem Wegelchen jetzt vorbei, wo irgendwie alles so ein bisschen draufgeworfen ist so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, die Putzlappen liegen da irgendwie unsortiert drauf und der Eimer hängt da auf 7:30 und keine Ahnung, komme ich da so angepoltert. Ich glaube, ich habe alles. Ihr könnt gehen. Steh da, ich starr dich an. Du bist ans Telefon gegangen. Und was war das? Ich leg langsam auf. Da war eine Frau dran. Die hat gesagt, dass wir beide nicht unseren wahren Namen tragen und wir ihn in Erfahrung bringen sollen. Woher kennt die uns überhaupt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss jetzt noch den Müll rausbringen. Ich gehe wie mechanisch an dir vorbei. Ich zitter aber. Und würde jetzt den Rest hier erstmal aufräumen. Also ich putze jetzt nicht mehr weiter, aber so, dass wenigstens das erfüllt ist, was man sieht, wenn man hier reinkommt. Es wird ganz schön eng, du hängst krass hinter deinem Zeitplan hinterher. Ja. Aber ich bin auch nicht besonders in der, also ich, der Abend ist, oder die Schicht ist abgeschrieben. Ich bin... Ja, ich versuche zu helfen, aber auch so, dass ich es nicht schlimmer mache. Also irgendwie den Mülltüten irgendwo einsammeln oder so, das kriege ich wohl noch hin. Für dich, Donny, du findest an einem von den Bürokuben hängt so ein ausgedruckter Zettel an der Wand mit einem Porträt von einem schwarzen Mann. Darüber steht Charles Rice. Und darunter steht ein Zitat. Ist mir scheißegal, ob noch $25,000 dazukommen. Wir befinden uns im Krieg und wir brauchen alle Soldaten, die wir rekrutieren können. Und du ziehst die direkte Verbindung zu dem Kraftwerksskandal, weil das ein Zitat ist vom ehemaligen CEO von Entergy. Und damit ist er, das ist nämlich eine Aufnahme, mit der er vor Gericht überführt wurde. Das haben die hier in den Kubus hängen? Das hat er hier, irgendjemand hat sich das hier im Kubus an die Wand gehangen, weil das so toll findet. Also entweder, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ob das jetzt ein Wichser ist, der das hier hängen hat, oder ob der irgendwie einen weirden Humor hat. Im Zweifel aber vermutlich ein Wichser. Jetzt überlege ich, was ich bei dem in Kubus machen könnte, was ihn richtig ärgert. Was hat er sonst noch da? Hat er eine Zimmerpflanze da stehen? Eine Topfpflanze? Nee, der hat gar nichts. Ansonsten. Der hat da gar nichts. Ach Mann. Ja, da hängt ein Foto. Ein Foto von einem, was könnte es denn sein, von einem alten Ford Mustang. Sieht aus wie so eine Sammlerkarre, total hochpoliert. Aber ansonsten herrlich und persönlich. Naja, da mache ich jetzt nicht, nee, also finde ich zwar super, also ich würde ihn gerne einen reinwürgen, aber irgendwie ein Foto ist mir dann doch irgendwie, ich hätte ihn jetzt gerne in die Zimmerpflanze gepinkelt oder so, aber das ist mir dann doch zu lame, jetzt einfach nur das Foto zu klauen oder so, nee, dann nicht. Vollidiot. Okay, also ihr habt jetzt noch so eine Viertelstunde, bevor ihr los müsst. Ja, ich verschwende 5 Minuten, glaube ich, oder naja, sagen wir mal 3 Minuten, die ich dann doch irgendwie nur in der Ecke stehe und irgendwo hinstarre. Mhm. Willst du jetzt noch irgendwas googeln oder so? Irgendeinen Rechner anschmeißen? Nee, ich denke da nicht mehr dran. Ich auch nicht. Okay. Ich habe nur die Panik, dass ja auf einmal wieder alle Telefone anzuklingeln. Ja, also so guckt wie auch durch die Gegend. Also bei jedem Rechner, den ich stehe oder an dem ich stehe, bei jedem Telefon, dass ich dann doch nochmal irgendwie wische oder so, sieht man mich da sehr vorsichtig und überängstig was machen. Da fällt mir natürlich auch auf, dass das eine noch auf dem Klo ist. Und, ja. Und frag dich dann, Donny, kannst du das nochmal bitte holen? Ja, ist gut. Ich gehe wieder in das Bad, mach die Wasserhähne wieder alle aus. Und hol das Telefon wieder von dem Klodeckel runter. Tu das wieder dahin, wo es war. Ja.
Alles gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Ja. Ich glaube, mehr kann ich jetzt nicht machen. Vielleicht fällt es ja nicht auf. Und ich sehe dann also aber. Vielleicht sieht das hier alles sauber aus. Ja, aber mein Berufsauge erkennt das. Ich ja. Denke, Scheiße, ich werde Ärger kriegen. Scheiße. Staub. Ränder von Kaffeetassen. Gläser, die stehen gelassen wurden und nicht in die Spülmaschine geräumt wurden. Mit Glück wird es nur eine eine Verwarnung. Aber es mir ist, geht nicht anders. Steht halt so ein bisschen verloren. So. Wenn ich helfen kann, helfe ich, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kennst das von deinen Kolleginnen. Es ist öfter mal, dass die ihren Kram nicht schaffen innerhalb der knappen Zeit, weil an manchen Tagen ist das so dreckig hier, dass du es gar nicht schaffen kannst innerhalb einer Stunde. Ja. Ja, es ist, Donny, ist jetzt egal, ich muss zum nächsten Job. Das hilft jetzt nichts. Manchmal sind das hier voll die Schweine da. Ich habe auch schon mal, ich musste hier aufräumen, als sie eine Party gefeiert haben. Da gab es irgendwas. Und weißt du, was ich da alles für eklige Sachen gefunden habe? Auch im Klo? Das will ich gar nicht wissen. Ja. Deswegen, also manchmal ist das alles, das müssen wir jetzt, ist egal. Aber du siehst, ich kämpfe wieder irgendwie kurz mit den Tränen, aber reiß mich dann wieder zusammen. Jetzt im nächsten, da ich muss ja im Café arbeiten und da gibt es Frühstück. Also wenn du Hunger hast. Ja, klar, ich könnte auf jeden Fall was verdrücken. Aber sieht doch eigentlich ganz sauber aus. Oh, ich lasse die Schultern hängen, aber pack dann das Zeug ein. Okay, dann fahrt ihr mit dem Aufzug wieder runter. Ich summe wieder meine Melodie. Und die Tür geht auf und ihr blickt direkt auf Molly. Und alles gut gelaufen? Nee, ich habe es nicht geschafft. Habe ich nicht alles geschafft. Schätzchen, so, sie nimmt dich so in den Arm und drückt dich an sich so. Und sagt so, da kannst du doch nichts für, wenn die dir eine Stunde Zeit lassen für so eine Riesenetage. Eigentlich müsstet ihr da zu dritt arbeiten, damit das da ordentlich aussieht. Ich weiß. Aber die da oben wollen immer nur mehr Geld. Immer nur mehr Geld. Ja. Und sie raunt dir zu, vor allen Dingen die da. Ja, ich weiß. Ja, ich drück sie dann auch. Danke, dass Donny mitkommen durfte. Er hat mir auch ein bisschen geholfen da oben. Klar. Klar. Pass gut auf die Lady auf. Claro. Sonst finde ich raus, wo du wohnst. Sie zwinkert hier zu. Okay. Ja, und dann kommt sie nach vorne, schließt euch die Tür auf und lässt euch raus. Ja. Auf dem Weg nach draußen sage ich dann zu dir, Molly ist echt in Ordnung. Ja, die macht einen ganz guten Eindruck. Wenn ja nicht alles Arschlöcher sein, nur die hier in dem Gebäude arbeiten. Ja, ja. Die benehmen sich auch richtig wie Schweine da oben, oder was sagst du? Ja, ich habe schon Sachen gefunden. So wie bei Wolf of Wall Street so? Ist das ein Film? Ja, das sind auch so Bürotypen und die machen so wilde Partys und Drogen und alles. Ja, ja, habe ich noch die Überreste von so ein paar Lines gefunden. Hab die weggeputzt. Koks für die Hunde. Ich sitze dann aber hinter dem Steuer erstmal eine ganze Weile. Ich mache das Radio an. Du hast das auch gehört, so über das Radiogedudel zu dir. Am Telefon. Ja, ja. Was war denn das? Das klang wie der Typ im Crocodile. Der Tote. Ja, aber was will der denn von dir? Der hat dich doch gemeint. Ich starr wieder nach vorne übers Lenkrad. Und der ist auch tot. Und das ergibt doch eh alles gar keinen Sinn. Und das Telefon war nicht eingestöpselt. Und das ist halt wie in so einem Film. Ich fahr los.
Dein Handy klingelt. Meins? Wie das Handy klingelt. Sammy. Oh, Donny, kannst du rangehen? Ich darf nicht beim Fahren nicht telefonieren. Bei meinem Glück hält mich die Polizei an. Ich werfe dir das in den Schoß. Ja, ich nehme das Telefon irgendwie so und ja, drück den grünen Knopf. Machst du auf Lautsprecher oder was machst du? Ja, wenn da Lautsprecher ist, mache ich auf Lautsprecher. Okay. Geraume Zeit hörst du gar nichts. Hallo? Hörst du natürlich auch wie? Mhm. Dann hört man so ein komisches Knacken. Und dann hörst du so ein. Dann hörst du nochmal so ein Knacken und so ein reißendes Geräusch. Und als würde irgendwas sprudeln. Irgendeine Flüssigkeit oder so. Voll auf die Bremse. Ich nehme dir das Telefon aus. Hallo, hallo? Sam, hallo? Dich ruf rein. Dann hörst du so ein Klick. Ich starte dich mit Riesenaugen. Ich bin super hektisch. Ich suche jetzt nach der. Ich habe ihn in der Schnellwahl. Ich versuche ihn ruf ihn mal zurück. Anzurufen. Ja, ich versuche ihn anzurufen. Freiton. Scheiße. Ich bin schon wieder den Trainer. Er geht nicht ran zu dir. Ja, ich versuch mal. Ich nehme meinen Nokia-Knochen und ruf ihn an. Ja, geht auch niemand ran. Er müsste jetzt eigentlich zu Hause sein. Ich hau den Gang rein. Ich fahre dann Richtung zu Hause. Okay. Aber währenddessen versuche ich weiter, ihn immer zu erreichen. Es ist mir egal. Dann mache ich schon gut. Ich versuche ihn weiter. Fahr du, guck du auf die Straße. Ich versuche ihn zu erreichen. Okay, du gibst Vollstoff. Achtest du auf Tempolimits und Ampeln und so? Nein. Okay, dann handle bitte unter Druck. Und du versuchst da ständig anzurufen. Und ja, genau. Du bist von links nach rechts geschleudert. Den Gurt irgendwie fest. Und rufst immer wieder an, es ist Freizeichen. Er geht nicht ran, kann ich ihn doch woanders versuchen? Ein Festnetz habt ihr nicht, ne? Wahrscheinlich? Nee, eine 12. Eine 12, okay. Du handelst unter Druck mit einer 12. Du schaffst, was du erreichst, doch du zögerst, wirst kurz aufhalten oder musst mit einer Komplikation umgehen. Ich offenbare ein unerwartetes Ergebnis. Einen hohen Preis oder eine schwierige Wahl. Pass auf, du gibst Vollgas, du fährst viel zu schnell in die Kurve. Das fällt dir viel zu spät auf. Und Donny, du siehst das, aber da du nicht am Steuer sitzt, kannst du nichts dagegen tun. Und du siehst, oder du erlebst quasi aus erster Hand, wie das Steuer rumreißt und viel zu schnell ist, ins Schlittern kommt, seitlich quasi geradeaus weiter schlittert und gegen ein anderes Auto kracht. Oh, Scheiße. War das ein geparktes Auto? War ein geparktes Auto. Fahr weiter! Ist der Schaden? Ja, ich bin auch zu super erschrocken, aber ich fahr weiter. Okay. Als du dich von dem anderen Auto löst, es hört sich brutal an. Du reißt beide Außenspiegel ab, deinen und den von dem anderen Auto. Und gibst. Ich gucke, ob da irgendjemand ist, der das gesehen hat. Es ist halt so ein Wohngebiet hier. Es ist halt 7 Uhr morgens, ne? Ja, es ist noch 7 Uhr morgens, ja. Also da ein paar Leute sind unterwegs. Aber jetzt niemand, der rumbrüllt oder sich beschwert oder schreit oder so. Scheiße. Wenn irgendjemand bei uns ins Auto, also wenn mir irgendjemand in die Augen guckt oder uns anguckt, dann mache ich nur so ein. So, rast weiter. Zu eurem Haus. Da ist kein Licht an. Und du kommst quietschend zum Stehen, aber du siehst Sammys Sachen vorne auf der Veranda stehen. Ich springe sofort aus dem Auto und renne rein. Die Tür ist offen. Die Haustür. Ich folge dir halt. Ich renne rein und rufe seinen Namen schon direkt. Ja, kein Geräusch, aber es sieht aus, da steht eine Kaffeetasse auf der Kochinsel.
Sein Rucksack liegt da. Sein Handy liegt auf der Kochinsel zusammen mit seinem Schlüsselbund. Und wenn du durchläufst, siehst du, er liegt im Bett und schläft. Komatös. Ich breche da erst so halb an der Wand zusammen vor Erleichterung. Sie ist dran vorbeigerannt, Donny. Du bleibst stehen, drehst dich einmal kurz um und dann siehst du, dass einer von der Rückseite mit einer Sprühdose an die Kochinsel gesprüht hat. Malika. Okay. Da hören wir auf. Okay. Gut. Den, ganz kurz, den Zustand, dass ich wütend bin, den behalte ich aber jetzt auch, ne? Noch ja. Okay. Alles klar. Das ist so fies, dass wir gesagt haben, ich spiele nur 2 Stunden. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiter spielen. Okay, gut. Danke. Ja, ja, war gut. War mir eine Freude. War ganz gut. Ja, hattet ihr Spaß? Nein. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Aber, nein, aber dafür spielen wir das auch nicht. Also, ja, sehr gut. Man muss das immer erstmal so ein bisschen sacken lassen. Dann. Ja, ich muss das erstmal verdauen. Ja. So ist das, ja. Okay, dann schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke, und danke auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.